Die Plattform Life Sciences präsentiert den Finance Day, das digitale Forum für die Life Sciences Branche. Unterstützt von Euronext, FAS, HBW Conference Center, MIG Fonds und Switzerland Global Enterprise. Unser Thema heute: Corona als Turbo für die Biotechnologie. Live aus dem Haus der Bayerischen Wirtschaft. Im Studio begrüßen Sie Karin Hofelich und Matthias Renz. Herzlich willkommen zum ersten virtuellen Finance Day der Plattform Life Sciences. Hier live aus dem Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich hätte diese Veranstaltung Ende März auf der Analytica stattfinden sollen. Aber Corona hat der Messe München und auch uns leider einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Bei mir im Studio ist Karin Hofelich, die Verlagsleiterin der Plattform Life Sciences bei der Going Public Media AG. Karin, von der Präsenzveranstaltung auf der Analytica zum Webformat, wie war der Weg? Ja, es war ein sehr steiniger Weg, würde ich sagen, aber für uns war Corona auch ein Turbo für unseren Finance Day. Das heißt, nachdem klar war, dass die Analytica als Präsenzveranstaltung nicht geben würde, haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, wie wir unser hochkarätiges 3-Tage-Bühnenprogramm auf 3 Stunden virtuell zusammen reduzieren können. Es ist uns geglückt, tolle Referenten heute hier ins Studio zu kriegen, glaube ich. Und wir sind gespannt, wie die Transformation Bühnenprogramm auf digitales Format jetzt bei unseren Zusehern ankommen wird. Ja, ich glaube, du hast wirklich ein tolles Programm, einen tollen Mix aus Interviews, Panels und Speeches zusammengestellt. Wir starten jetzt gleich mit der Börsenstory von BioNTech. Sicherlich allen ein Begriff, seit die Mainzer Firma die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs vorantreibt. Vom deutschen Startup zum Börsenstar. Im Studio begrüße ich dazu gleich Dr. Sierk Pötting, Finanzvorstand und auch COO von BioNTech, und Michael Motschmann, ein Investor der ersten Stunde. Danach werfen wir einen Blick ins Ausland. Mark Feilermann, Program CEO des German Accelerator Life Sciences, hat viele gute Tipps für deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer, die in den USA auf Kapitalsuche gehen wollen. Anschließend kümmern wir uns um Finanzierungstrends und Finanzierungsmodelle. Was verändert sich durch Corona bei Finanzierungen? Einerseits bei Frühphasenfinanzierungen und andererseits für Going Public und Being Public. Eine Diskussionsrunde mit Gästen aus der Branche. Und im letzten Teil unserer Sendung machen wir uns auf die Suche nach dem Einhorn von morgen. Da haben wir einiges vor. Ein echt tolles Programm, Karin, und sicherlich viel Arbeit in den letzten Wochen. Freust du dich auf den heutigen Tag? Ich freue mich riesig. Ich bin gespannt auf unser neues Online-Format und wie es ankommt. Und bin besonders gespannt jetzt auf den Start mit BioNTech und der tollen Story, über die ihr gleich erzählen werdet. Dann lassen Sie uns starten mit der Nahaufnahme von BioNTech. Nahaufnahme, die BioNTech-Story vom deutschen Startup zum Börsenstar. Wie gut ist Deutschland für den globalen Markt aufgestellt? Diese Frage erörtern Dr. Sierk Pötting, Finanzvorstand und operativer Geschäftsführer der BioNTech SE. Dr. Pötting kam im September 2014 zu BioNTech. Zuvor war er bei der Novartis International AG tätig, wo er von Mai 2012 bis August 2014 die Positionen des Vizepräsidenten und Finanzvorstands für die Division Sandoz in Nordamerika innehatte. Dr. Pötting begann seine Karriere als Berater bei McKinsey & Company. Er hat einen Master of Science in Optical Sciences der Universität von Arizona und einen Doktortitel in Physik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und Michael Motschmann, General Partner der MIG AG. Michael Motschmann gründete im Jahr 2005 gemeinsam mit seinem Bruder Cecil Motschmann und Jürgen Kosch den VC-Investor MIG Verwaltungs AG. Die MIG zählt inzwischen zu den führenden Wagniskapitalgebern in Deutschland. Zuvor war er viele Jahre als Unternehmer tätig. Als Investor der ersten Stunde und Aufsichtsrat begleitet er BioNTech nunmehr seit 2008. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Pötting, herzlich willkommen, Herr Motschmann. Wir hatten im Frühjahr dieses Jahres schon mal das Vergnügen, ein Interview gemeinsam zu führen. Damals waren Sie noch sehr erfolgreich, sind Sie auch heute noch, aber voll im Bereich der individuellen Krebsmedizin unterwegs.
Seither hat sich einiges verändert. Es kam Corona. Was hat sich für Sie, Herr Dr. Pötting, und für BioNTech seither am signifikantesten verändert? Gut, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Danke für die Einleitung. Ja, es hat sich einiges getan. Wir arbeiten ganz anders. Wir arbeiten sehr viel virtuell, ganz viel Homeoffice ist dabei. Das heißt, wir haben die ganze Corona-Phase tatsächlich unsere Administration ausgedünnt, damit wir bloß nicht das Virus irgendwie in die Produktion und in die Forschung einschleppen. Und was seitdem passiert ist, wir haben unser Onkologie-Portfolio weitergetrieben. Also ein bisschen unsichtbarer momentan, aber das haben wir also laut Plan weitergetrieben. Es gab ein paar Verzögerungen wegen Corona. Und dann haben wir natürlich einen Impfstoff in die Klinik Phase 1 und 2 und 3 gebracht, haben Partner an Bord geholt, auch eine Finanzierungsrunde gemacht. Es war nicht langweilig. Also wir haben tatsächlich Sachen gemacht, die man vielleicht sonst in 2, 3 Jahren macht, irgendwie komprimiert auf 8 Monate. Eine sehr spannende Zeit. Vor allen Dingen, also toi, 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 wir sind noch nicht so weit und wir, also es kann noch viel passieren, aber momentan sind wir gut dabei, einen Impfstoff gegen diese Pandemie herzustellen. Die Nachrichten, die man hört, versprechen zumindest Positives. Herr Motschmann, Sie sind Investor der ersten Stunde. Wie haben Sie und die hinter Ihnen stehenden Anleger der MIGFOS die letzten Monate erlebt? Auch mit Blick auf die Börse vielleicht? In erster Linie ist es natürlich aufregend. Ich glaube, jeder in der Gesellschaft ist von dieser pandemischen Situation betroffen. Insofern ist es natürlich sehr erfreulich, wenn es ein Unternehmen oder Unternehmen aus Deutschland gibt, die hier ein Produkt entwickeln, was sozusagen der Gesellschaft in Deutschland, aber auch weltweit dient. Das betrifft BioNTech, das betrifft aber auch genauso natürlich CureVac. Also, wie haben wir es erlebt? Auf der einen Seite ist für uns als Investor die Situation ähnlich wie für Sierk Pötting, wie er es gerade beschrieben hat. Der Shutdown hat dazu geführt, dass wir unser operatives Geschäft mehr oder minder auch remote gestalten müssen, also sehr viel Zoom-Konferenzen und so weiter. Die Interaktion mit BioNTech findet ja auch im Wesentlichen online statt. Also physische Meetings sind eher die Ausnahme. Dass ich Sierk heute hier treffe, ist schon eine Ausnahme. Ansonsten muss ich sagen, sind natürlich die hinter uns stehenden Anleger genauso fasziniert von dem Tempo, von der Entwicklungsgeschwindigkeit, die BioNTech hier an den Tag gelegt hat. Und ich glaube, dass uns viele Hoffnungen begleiten, meine eigenen natürlich auch. Ich hoffe, dass wir einen Impfstoff gegen diese Pandemie aus Mainz heraus bei der Firma BioNTech entwickeln, der am Ende Erfolg zeigt. Dann fragen wir doch gleich mal direkt nach. Können Sie uns ein kurzes Update geben zur Stand der Entwicklung des Impfstoffes? Wann können wir mit Impfungen rechnen? Ja, die Frage habe ich schon öfter gehört. Tatsächlich. Das denke ich mir. Also, sagen wir so, mit unserem Partner Pfizer zusammen haben wir über 35.000, fast 40.000 Patienten momentan Probanden geimpft in einer weltweiten Studie, vorwiegend in den USA, Argentinien, Brasilien, aber jetzt auch ein Teil noch in Deutschland. Wichtig ist dabei, dass man in diese Hotspots geht, wo tatsächlich, also schlimmerweise, aber gut für eine Impfstoffentwicklung, tatsächlich noch Infektionen stattfinden, weil die muss man haben, um zu beweisen, dass der Impfstoff auch wirklich funktioniert. Also wir haben eine sehr große Anzahl an Probanden geimpft. Das Sicherheitsprofil des Ganzen, des Impfstoffes, es sieht bisher gut aus. Wir hatten keine schlechten Effekte, die sozusagen reported werden müssten. Also bisher ist das Sicherheitsprofil hat sich bestätigt, aber wir sind noch nicht am Ende. Da kann noch alles einiges passieren. Aber momentan sieht es gut aus. Was die Wirkung angeht, da werden wir Ende Oktober, Anfang November wahrscheinlich erste Daten uns anschauen können. Und wenn man die dann hat, dann kann man die als Paket zusammenpacken und einreichen. Und dann ist es in der Hand der Behörden. Ja, wie schnell es dann geht. Also das ist zumindest unser Status. Und dann das Dritte, was man natürlich machen muss, ist, man muss den Impfstoff produzieren können. Und auch da sind wir zusammen mit dem Partner Pfizer an unseren diversen Standorten, an Pfizer-Standorten und BioNTech-Standorten dabei, Produktion aufzubauen, hochzufahren, dass man im Falle einer Registrierung dann wirklich loslegen kann. Eine Frage an Sie, Herr Motschmann, aber auch an Sie beide. Sie waren ja im Frühjahr sehr erfolgreich unterwegs, hatten ein funktionierendes Geschäftsmodell. Dann kam Corona. Wie schwierig war die strategische Entscheidung zu sagen, zumindest gefühlt von außen, wir räumen dem Impfstoff gegen Corona Vorfahrt ein? Soll ich es vielleicht zuerst beantworten? Also ich glaube, die damalige Sicht des
Vorstandsvorsitzenden Ugo Sahin auf das Thema und auf das, was sozusagen kommen wird, war so eindeutig. Er hat eigentlich relativ früh vorausgesagt, welche Relevanz das Virus auf die Welt haben wird, in einer Art und Weise, wie ich es mir damals wirklich nicht so richtig vorstellen konnte. Das hat dazu geführt, dass der Aufsichtsrat natürlich auch komplett hinter der zusätzlichen Belastung gestanden ist, hier einen Impfstoff zu entwickeln, weil wir haben natürlich ein onkologisches Portfolio, wird Sirk sicherlich dazu auch was sagen, was ja nicht in Vernachlässigung geraten darf durch die zusätzliche Entwicklung eines Impfstoffs gegen diese Pandemie. Insofern, wir sind voll dahinter gestanden, Ugo Sahin und andere konnten uns relativ schnell davon überzeugen. Und ich glaube, das brauchte gar nicht viel, weil im Beschreiben der Situation und der Notwendigkeit hat einfach letztendlich auch keine anderen Schlussfolgerungen zugelassen. Ja, aus Management-Sicht kann ich dem nur zustimmen. Das war genau so. Das heißt, also unser Gründer, der Ugo Sahin, hat uns dargelegt, dass er das wirklich als Problem ansieht. Und es war uns relativ schnell klar, als Vorstand der BioNTech zu sagen, wir haben die Mittel, wir haben die Möglichkeiten, wir müssen da mithelfen, gegen diese Pandemie oder drohende Pandemie damals noch was zu tun. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das natürlich nicht all in, wir haben das so als Stufenplan aufgebaut. Wir haben angefangen, Produktkandidaten für präklinische Tests herzustellen. Das ging mit, ich sag mal, wenigen 10 Mitarbeitern, wo wir flexibel waren und andere Projekte, kleinere Projekte depriorisiert haben. Wir haben es dann aber relativ schnell hochschalten können auf, okay, es geht Richtung Pandemie. Wir müssen diese Kandidaten wirklich in die Klinik bringen. Wir müssen einen Partner suchen und haben sozusagen Stufe für Stufe freigeschaltet und auch mehr und mehr Leute auf das Projekt gesetzt. Ich denke, wir haben circa 400, 500 Personen mittlerweile auf diesem Projekt arbeiten. Geht einher mit A, wir haben weiter eingestellt, auch gezielt für das Projekt. Das heißt, wir sind jetzt bei circa 1500 Mitarbeitern mittlerweile weltweit. Ohne die Marburg-Akquisition, die wir jetzt gemacht haben, wo wir wirklich produzieren wollen. Und das andere ist, sicherlich durch die Pandemie haben sich Onkologieprojekte, klinische Projekte auch verzögert, weil die Kliniken geschlossen waren, die Patienten nicht so schnell rekrutiert werden konnten. Und auch da konnten wir dann sozusagen von diesen frei werdenden Mitarbeitern auch abziehen aufs Corona-Projekt. Und letztendlich ist es natürlich nicht nur die Chance, also dieser Pandemie zu helfen, sondern auch unserer Plattform zu zeigen, was die kann. Ja, und insofern waren das alles Gründe, die da reinspielten und sagen, wir müssen das machen, wir können das machen und wir wollen das machen. Und dann haben wir losgelegt. Wir wollen ja heute auch über die Finanzierung der Biotechnologie in Deutschland sprechen und über ihre Geschichte. BioNTech wurde 2008 gegründet auf der grünen Wiese in Mainz mit einer Anfangsfinanzierung von 150 Millionen. Wenn ich heute mir die Börsenbewertung anschaue, es sind um die 20 Milliarden. Das ist schon eine immense Erfolgsgeschichte. Herr Motschmann, Sie sind Investor der ersten Stunde, sind Aufsichtsrat, waren von Anfang an dabei. Wie kam es damals zur Gründung? Wir hatten ja schon eine Vorgeschichte, weil wir Ganymed kennengelernt haben 2006. Das ist der gleiche Gründer? Das ist der gleiche Gründer, genau. Das ist sozusagen Ugo Sahin und Özlem Türeci. Und nachdem man Ganymed sozusagen begonnen hatte, hat man dann gefragt, ja, was gibt es denn eigentlich noch sozusagen in diesem wissenschaftlichen Beritt? Und da kam eben die Idee, BioNTech mit allen möglichen Technologien, die dazugehören, zu gründen. Und es ist uns relativ schnell gelungen, Thomas Strüngmann davon zu überzeugen, doch substanziell zu investieren. Und so hat also MIG zusammen mit Thomas Strüngmann im Verhältnis, ich würde sagen, eher 9:1. Vielleicht ist es ein bisschen mehr auf unserer Seite. Diese Anschubfinanzierung geleistet, weil Ugo Sahin mit seinen, würde ich sagen, jahrzehntelangen Vorarbeiten den Grundstock gelegt hat. Das ist natürlich nicht nur er gewesen, das sind viele wissenschaftliche Mitarbeiter in seinem Umfeld. Vor allen Dingen auch seine, ich würde mal sagen, kongeniale Frau Özlem Türeci. Die beiden als Duo sind brillant, muss man einfach mal so deutlich sagen. Ganymed, damals sozusagen der Ausgang 2008, war eine Antikörperfirma, die sich speziell dafür eingebracht hat, einen Antikörper zu entwickeln gegen Magenkarzinom und Speiseröhrenkarzinom. Das Unternehmen ist sehr erfolgreich verkauft worden an Astellas. Vor einigen Jahren war auch schon ein Gemeinschaftsinvestment von dem Family Office der Familie Strüngmann und den MIG-Fonds und noch einem regionalen Investor namens Future.
ich würde mal sagen, Ugo Sahins Lebensaufgabe hat er eigentlich darin gesehen, die nächste Firma wirklich selber bis zu einer bestimmten Größe zu entwickeln. Und dafür war es notwendig, einen Investor zu finden, der auch bereit ist, man kann sagen, in einem Stealth-Modus über viele Jahre Werte zu schaffen, bevor man eigentlich sichtbar wird. Und das war die Arbeitshypothese, brillante Wissenschaft, starke Exekution, entsprechende auskömmliche Finanzierung, um das Unternehmen auf ein bestimmtes Level zu bringen, wo es dann auch extern satisfaktionsfähig ist und von sich aus alleine dann auch eine Existenzfähigkeit hat. Und da spielten natürlich jetzt nicht nur die Personen eine Rolle, die am Anfang dabei waren, sondern es spielen vor allen Dingen auch Leute eine Rolle wie Sierk Pötting, der dazugekommen ist, oder Sean Merritt in den Vorstand, die die Fähigkeiten zusätzlich ins Unternehmen gebracht haben, um uns insgesamt auf eine andere Ebene zu bringen. Herr Dr. Pötting, Sie waren 2008 noch nicht dabei. Herr Motschmann hat es gerade erwähnt. Sie sind, glaube ich, 2014 dazugekommen. Wie war Ihr Weg ins Unternehmen zu BioNTech? Genau, wie war, also um kurz auszuholen, ich habe nicht den klassischen CFO-Werdegang. Ich bin also selbst Physiker, war dann bei Unternehmensberatung bei McKinsey ein paar Jahre. Und mein letztes Projekt bei McKinsey war der Hexal-Sando-Merger damals, also als Hexal an dem Novartis-Konzern verkauft wurde. Und ich bin dann danach von der Unternehmensberaterseite ins Unternehmen gewechselt, war dann 8 Jahre bei Novartis. Und in der Zeit, also ich habe Ugo Sahin kennengelernt, 2007, kurz vor der Gründung der BioNTech. Und damals bin ich gefragt worden, ob ich nicht Finanzchef von diesem neuen Startup werden wollte. Und wir haben dann 2007, da war ich gerade 2,5 Jahre bei Novartis, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und ich fand es unglaublich spannend. Und wir haben uns also, ich glaube, stundenlang an dem Abend wirklich sehr gut unterhalten. Und das war was also mit mir inhärent resoniert hat, sowas aufzubauen. Und ich fand diese Ansätze spannend, habe mich aber letztendlich dann dagegen entschieden, weil der Grund war, ich wollte mir im Konzern noch so ein bisschen die Hörner abstoßen, also auch noch einen Werkzeugkasten, eine Toolbox aufbauen, Sachen, die ich noch nicht kannte und einfach im Unternehmen noch lernen musste. Ja? Und das habe ich dann getan, habe das meine 8 Jahre bei Novartis gemacht bis 2014 und 2013 kam der Aufsichtsratsvorsitzende, der Helmut Jeggle, auf mich zu und fragte, wie es denn jetzt wäre, ob ich jetzt vielleicht, wo die BioNTech eine gewisse Größe erreicht hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das war der perfekte Zeitpunkt zu sagen, ja, also aus den USA wieder nach Deutschland und sowas in der Größe nehmen und beim Wachstum helfen. Damals war die BioNTech 300 Mitarbeiter, hatte viele Plattformen und fing gerade an, die Plattformen zu vermarkten. Ja, und das war eine extrem spannende Zeit, da habe ich gesagt, das mache ich, dass das so eine nicht Achterbahnfahrt, da geht es ja wieder runter, also so ein Höllenritt wird sozusagen, hätte ich nicht gedacht. Aber das war genau die richtige Entscheidung. Also nicht nur, weil es jetzt so ist, wie es ist, sondern weil es unglaublichen Spaß macht, so ein Unternehmen zu steuern mit einer Masse an Ideen von unserem Gründer und auch einer Langzeitfinanzierung von den Investoren. Also Strüngmann und Mick haben ja damals gesagt, 150 Millionen und jetzt baut ihr mal eure Plattform. Und das sieht man ganz selten. Also ich glaube, jemanden zu haben, der die Ideen hat, solche Plattformen aufzubauen und dann jemanden, der sagt, ich glaube an euch und jetzt nehmt das und nehmt euch auch die Zeit, die ihr braucht, ist ganz selten. Und dadurch war dieser Grundstock für die BioNTech gelegt. Wir mussten eine neue Finanzierung finden ab 2014, 15, als ich kam. Das wurde also sehr, sehr spannend mit Deals und weiteren Finanzierungsrunden und so. Aber also ich glaube, ich persönlich bin zur rechten Zeit im Unternehmen eingestiegen und zu der richtigen Phase im Unternehmen. Ja. Ich darf an dieser Stelle, liebe Zuschauer, Sie bitten, gerne auch Fragen uns zu schicken. Wir können Ihre Fragen, wir bekommen die hier ins Studio und können die gerne auch dem Herrn Dr. Pötting und dem Herrn Motschmann stellen. Zunächst aber noch von mir weitere Fragen. Herr Motschmann, was können Unternehmer aus der Erfolgsgeschichte BioNTech lernen? Es war ja eine Mischung aus organischem Aufbau und Buy and Build. Ich glaube, Sie haben schon in der Frage eine gewisse Antwort gegeben. Also wir sind ja unternehmerisch geprägte Investoren. Wir alle haben eine Vita als Unternehmer, bevor wir sozusagen in das Venture Capital abgedriftet sind. Ich will es mal so beschreiben. Ich glaube, es gibt Dinge, die muss man organisch entwickeln und es gibt Dinge, wo man wahrscheinlich eher eine Buy-and-Build-Strategie fährt. Und bei BioNTech haben wir genau das getan. Wir haben auf der einen Seite die wissenschaftlichen Grundlagen von Ugo Sahin entwickelt durch seine Führung, haben natürlich
sehr komplementäre Personen auf der Vorstandsebene dazugeholt zum richtigen Zeitpunkt. Aber wir haben vor allen Dingen auch bestimmte Bereiche, auch übrigens jüngst, ist noch gar nicht so lange her, nämlich im Laufe dieses Jahres, dazugekauft. Ich will nur mal daran erinnern, dass wir die JPT damals sozusagen, die Gerini Peptide Technologies gekauft haben, von Gerini damals. Wir haben dieses Jahr Neon Pharma in den USA über einen Aktienkauf zusätzlich akquiriert, im Grunde damit auch die Expansion in den amerikanischen Markt gewährleistet und letztendlich das Hub dafür geschaffen. Also manchmal ist es sinnvoll, Zeit zu gewinnen, indem man durchaus etwas dazu kauft, was komplementär, aber auch eben synergistisch ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man Ruhe braucht und ein exekutionsstarkes Team. Ruhe bei den Investoren, um es klar zu sagen, einen mitwirkenden, kontrollierenden, aber auch unterstützenden Aufsichtsrat, und man braucht wirklich starke Exekution auf der Vorstandsebene, aber auch im Team. Die Firma ist ja nun mittlerweile doch hat eine bestimmte Größe, und als Zirk dazu kam, wie er gesagt hat, waren es 300. Da waren auch schon viele, die exekutionsstark waren auf der zweiten und dritten Ebene, sonst geht es nicht. Wir haben die ersten Zuschauerfragen, aber vorab noch eine Frage an den Herrn Dr. Pötting. 2014, als Sie dazukamen, war BioNTech noch nicht das Unternehmen, das es heute ist. Wie schwierig war es damals, Partner und auch Investoren zu finden? Die Life Science Finanzierungsszene war ja damals nicht besonders ausgeprägt. Ja, das stimmt. Also das war eine ganz interessante Zeit, weil also die 150 Millionen Urinvestment liefen so langsam aus 2014, 2015. Insofern war das natürlich eine sehr spannende Zeit für das Unternehmen. Und in dieser Zeit, also nochmal da eine sehr schöne Anekdote, wir hatten keine Webpage bis 2014. Also wir waren total Tarnkappenmodus sozusagen. Ja. In der Zeit konnten die Plattformen gebaut worden. Und 2014, 15 für die nächste Finanzierung haben wir gesagt, also idealerweise Finanzierungsrunde jetzt zu machen, lass uns doch mal versuchen, was auszupartnern. Wir haben ja große Plattformen. Also so. Und dann sind wir mit den Plattformen, die wir gebaut haben, nach draußen gegangen. Und das sah natürlich am Anfang so ein bisschen aus wie ein Bauchladen. Ja, typische Pharmaunternehmen gucken da drauf und sagen, das ist jetzt aber relativ viel, wollt ihr euch nicht fokussieren? Also diese Kritik an, könnt ihr nicht fokussieren, war damals durchaus im Raum. Als wir 2014, 15 angefangen haben, jede Pharmafirma ist dann aber doch wiedergekommen und hat in dem Bereich, in der Plattform, sei es Small Molecules oder Zell- und Gentherapie gesagt, ich schaue mir das jetzt mal genauer an. Und die haben dann natürlich ihre Due Diligence gemacht. Und wir haben dann 2015 im Mai den ersten, damals war es ein Lizenzdeal, mit Eli Lilly gemacht auf T-Zell-Rezeptoren. Das war so der Durchbruch, weil die haben also einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, aber auch als Upfront für die Forschung dazugegeben. Also insgesamt 60 Millionen Dollar waren es, glaube ich. Und das war so der Durchbruch zu sagen, wir haben jetzt uns ein großes Stück selbst finanziert. Wir kommen jetzt damit erstmal ein Stückchen weiter und haben einen renommierten Partner an Bord. Und dann ging es relativ schnell, als so dieser Damm gebrochen war, dieses Ursprungsinvestment mal gemacht wurde. Kurz danach kam eine Kollaboration mit Genmab dazu, im gleichen Jahr noch mit Messenger-RNA, mit Sanofi, und im Jahr drauf ein sehr großer Deal über 300 Millionen mit Genentech. Das heißt, wir hatten so eine Phase, wo wir dann angefangen haben zu partnern und auch gepartnert haben. Und das hat uns in der Finanzierung weitergebracht und natürlich auch in die Weltliga gespielt, mit da ist ein Biotech, was da mitspielen kann, die sehr große Validierung auf den Plattformen durch die Pharmaunternehmen hat. Und das hat natürlich massiv geholfen. Mhm. Vielleicht ein Wort noch dazu. Wir haben aber keinen Ausverkauf betrieben, sondern wir haben versucht, soweit es geht, 50-50 Partnerschaften zu machen. Also Cost-Sharing zu machen und auch Profit-Sharing zu machen. Also nicht nur die Produkte zu verkaufen als Lizenzdeal, sondern auch 50-50. Also Genentech ist 50-50, Genmab ist 50-50. Dadurch haben wir noch einen großen Wert und auch sozusagen die Essenz in der Firma gelassen. Mhm. Und das war diese Partnering-Phase von 2015 bis 2018 ungefähr. Ja. Wobei man sehr, glaube ich, sagen kann, der wichtigste Deal in der externen Wahrnehmung auf der Weltbühne, wenn ich es mal so sagen darf, also als global agierendes Unternehmen, war der Deal mit Genentech, weil Genentech von der Reputation natürlich als das Onkologieunternehmen der Welt einen Gütesiegel letztendlich auf die Wissenschaft der BioNTech gegeben hat, der im späteren Gang an den Kapitalmarkt natürlich von ganz großer Bedeutung war. Ja.
Wir haben eine Zuschauerfrage von Peter Buckel. Warum konzentrieren sich alle Corona-Investments und Fördermaßnahmen momentan auf Impfstoffentwicklungen und weniger auf Therapien der schweren Erkrankung und deren Folgen? Ich weiß nicht, wer von Ihnen antworten möchte. Ich kann mal anfangen. Also ich glaube, das ist dem geschuldet, dass natürlich eine Impfstoffentwicklung braucht man in der breiten Masse, um dem Ganzen überhaupt Herr zu werden, sozusagen eine Pandemie einzudämmen auf eine Endemie oder einzelne Hotspots. Ich glaube, deswegen haben sich zunächst alle auf eine Impfstoffentwicklung geworfen. Auch wichtig dabei, man braucht natürlich auch diese Infektionshotspots, um überhaupt statistisch nachweisen zu können, dass ein Impfstoff funktioniert. Also typischerweise Ebola-Impfstoffe sind immer fertig, wenn der Hotspot vorbei ist, und dann kann man nicht mehr beweisen, dass die eigentlich funktionieren. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, jetzt zu sagen, wir konzentrieren uns auf Impfstoffe. Ich glaube, im Schatten, was man jetzt sieht, wo sozusagen aus diesem ganzen Potpourri an Impfstoffkandidaten und Plattformen mehrere, einige, was auch gut so ist, herauskristallisieren und die sozusagen Richtung späte Phasen, Zulassungsstudien gehen und so. Ich glaube, man merkt jetzt schon, dass auch ein Augenmerk auf mehr Therapien, ne? Also Eli Lilly ist dabei, Sanofi ist dabei und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist first things first, erst Impfstoff und jetzt kommt aber in dem Schatten, glaube ich, auch sicherlich die Therapeutika dazu. Also ich glaube, die Frage könnte, weil das eine Namensgleichheit ist, möglicherweise von einem Ex-CEO gestellt worden sein. Peter Buckel, CEO der Suprimol, einem sehr erfolgreichen Investment des Family Offices und der MIG-Fonds. Ich kann ihm nur zustimmen. Ich glaube, dass es sowohl Impfstoff braucht, wie eben auch Medikamente, die den Verlauf der Krankheit bekämpfen, wenn sie denn ausgebrochen ist. Alles zur selben Zeit ist schwierig, dass man dann sozusagen überall zum Ziel kommt. Ich glaube, die BioNTech hat sich darauf konzentriert, in dem Bereich, wo sie heute glaubt, den Beitrag leisten zu können, dass sie dort den Beitrag leistet. Aber ist es jeder andere da draußen aufgefordert, muss ich ganz klar sagen, das Thema wird uns, glaube ich, noch länger beschäftigen. Das ist jetzt nicht ein Thema, was in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr erledigt sein wird. Das wird uns länger beschäftigen, als wir uns das vielleicht wünschen, weil einfach eine Durchseuchung der Gesellschaft, und zwar weltweit natürlich, nicht aufgehalten werden kann in der Geschwindigkeit, wie man das gerne möchte. Alleine wenn man die Bevölkerungen vernünftig durchimpft, dann wird es einige Zeit brauchen und einige Unternehmen brauchen, die Impfstoffe herstellen. Und deswegen wird es auch sicherlich einige Unternehmen brauchen, die Medikamente entwickeln gegen schwere Krankheitsverläufe. Eine weitere Frage. Da kann ich vielleicht noch anmerken, wenn einer ein sehr, sehr gutes Produkt in der Entwicklung hat, in der frühen, und einen Investor sucht, wir sind immer offen, uns solche Dinge anzuschauen. Da können wir ja mal reden. Eine weitere Frage vom Herrn Dr. Michael Thiel. Gibt es Überlegungen seitens BioNTech, eigene Marketing-Vertriebsorganisationen in Europa, den USA oder im Rest der Welt zu gründen? Und gegebenenfalls wann? Ja. Auch eine sehr gute Frage, die uns natürlich auch beschäftigt. Also die BioNTech, kurz mal ausholen, also die BioNTech hatte schon immer das strategische Ziel, eigene Produkte auf den Markt zu bringen und wirklich unabhängig am Markt zu sein. So, das ist der uralte Traum damals aus 2006, 7, 8, zu sagen, wir bauen was auf, was wirklich eigene Produkte auf den Markt bringt. Also nicht ausverkaufen, sondern eigene Produkte. Dass das jetzt unter Umständen schnell gehen könnte mit so einem Impfstoff, ist ein glücklicher Zufall. Das war so nicht geplant, aber natürlich haben wir uns schon Gedanken gemacht, wenn wir in mittelfristiger Zukunft ein Krebsmedikament auf dem Markt haben, was machen wir? Und natürlich hätten wir eine eigene Vertriebsstruktur da aufgebaut. Klein, aber fein zunächst mal. Wir haben darauf geachtet, dass wir mit unseren Partner-Deals die Partner kommerzialisieren und wir uns da dranhängen können, aber wir auch Kommerzialisierungsrechte haben, dass wir sozusagen mit Stützrädern mitfahren können und sozusagen im Windschatten was aufbauen können und auch lernen können, einen Vertrieb zu machen. Jetzt bei dem Impfstoff ist es so, dass Pfizer einen Großteil übernehmen wird. Wir selbst dürfen in ein paar Ländern selbst vertreiben, zum Beispiel Deutschland, und werden das auch tun. Also insofern sind wir gerade dabei, was aufzubauen. Und natürlich mit dem Fokus und der Energie, die dabei ist, geht das natürlich ein bisschen schneller als sonst. Aber ja, also insofern, ja, wir möchten generell, wir werden kurzfristig und mittelfristig auch für Krebstherapeutika das Ganze vorbereiten. Ein komplettes
Biotechnologieunternehmen, so wie wir es eigentlich mit dem Vorstand und mit den Investoren von Anfang an besprochen haben, Herr Renz, dazu gehört natürlich auch die eigene Vermarktung. Und die Standalone-Situation der BioNTech heute als börsennotiertes Unternehmen bietet alle Möglichkeiten. Zugang zum Kapitalmarkt, der ist gewährleistet. Erfolgreiche Partnerschaften sind umgesetzt und es sind die Rechte zum Großteil, was die Vermarktung betrifft, im Haus geblieben, Co-Vermarktungsrechte etc. Es gibt natürlich auch Produkte, die wir überhaupt nicht verpartnert haben. Sirk, auf die bist du noch gar nicht eingegangen, fällt mir gerade ein. Wir haben also reichlich Aufgaben vor uns, die es auch durchaus sinnvoll erscheinen lassen und die auch denklogisch sind, dass wir irgendwann natürlich Produkte selbst vertreiben. Und ich hoffe nicht allzu fern, über den Corona-Impfstoff hinaus, weil das würde ja auch bedeuten, dass wir entsprechende Zulassungen erreicht hätten. Mhm. Eine Frage von Markus Rieger. Welche Kriterien, Entschuldigung, Sie haben jetzt aktuell 20 Milliarden Euro Börsenwert. Sind auch Akquisitionen in nächster Zeit vorstellbar, geplant? Also wir haben, sagen wir so, wir machen das strategisch und opportunistisch. Das heißt, wir haben einen Prozess und schauen uns an, gibt es irgendwo was, was passt und was wir dazu nehmen sollten. So was, was Herr Motschmann eben sagte, wenn es opportun ist und passt, um damit schneller zu werden, oder wenn es eine Gelegenheit ist, die uns auf einer Plattform weiterbringt, dann würden wir das machen. Also so gesehen im Januar mit Neon Therapeutics. Das heißt, das war eine Impfstoff, das war eine Krebs-Onkologie, Immun-Onkologie-Firma in den USA, die auch individualisierte T-Zell-Projekte hatten. Das passte sehr gut bei uns im Portfolio. Zudem wollten wir auch, also projektmäßig, also TCRs individualisiert, wir haben Bioinformatik gemacht, was TCR und Individualisierung anging. Alles Projekte, die wir auch machen, nur die hatten noch einen etwas anderen Fokus, war also sehr komplementär zu dem, was wir gemacht haben. Zum anderen war es unser Sprung in die USA, weil wir also kurzfristig auch den Schritt in die USA machen wollten. Und das war einfach ein perfekter Fit. Haben wir das so geplant? Nein, aber wir hatten den Plan, in die USA zu gehen und da war das ein perfektes Ziel, eine Akquisition zu machen. Unsere letzte Akquisition, die noch nicht, also die unterzeichnet, aber noch nicht geclosed ist, war die von Novartis, die Produktionsstätte in Marburg. Die haben wir Mitte September jetzt unterschrieben, circa 300 Mitarbeiter, die uns dabei helfen werden, den Impfstoff zu produzieren. Also jetzt egal, ob Zulassung oder nicht, also auf Risiko werden wir produzieren und wir werden den Impfstoffproduktionsprozess nach Marburg übertragen und dort, wenn denn alles gut geht, im ersten Halbjahr 250 Millionen Dosen herstellen können und pro Jahr, wenn alles stabil läuft, circa 700, 750 Millionen Dosen. Das war natürlich eine Sache, die war nicht unbedingt geplant, aber um den ganzen Produktionsprozess zu beschleunigen, war das angezeigt und Novartis hatte zur richtigen Zeit die richtige Produktionsfirma am Markt, so sagen wir es so. Und nicht nur das, also synergistisch ist es auch noch, weil wir, wenn irgendwann Impfstoffproduktion durch ist, wir werden monoklonale Antikörper da produzieren können und andere Technologien von uns auch. Also war der perfekte Fit. War es geplant? Nein. Passte das gut? Ja. Haben wir es gefunden durch Scouting im Markt? Ja. Also insofern, wir halten die Augen offen. Mal schauen, was noch kommt. Eine allgemeine Frage an Sie, Herr Motschmann, von Christian Abraham. Es gibt viele Startups, die nach Investoren Ausschau halten. Was würden Sie sich aus Sicht deutscher Investoren wünschen oder was würden Sie raten, dass die Startups sich eine Finanzierung sichern können? Ich glaube, viele Startups verwechseln in Deutschland manchmal noch eine gute Technologie zu haben mit dem Umstand, dass sie damit schon finanzierungsfähig sind. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein Geschäftsmodell hat. Also es geht ja jetzt sozusagen über die Biotechnologie hinaus, aber auch in der Biotechnologie würde ich zum Beispiel sagen, ist es wichtig zu verstehen, wer wird am Ende wie viel für das Produkt bezahlen? Passt das in die Gesundheitsversorgung? Mhm. Also ich glaube, man muss vom Ende her kommend definieren, was ist der Bedarf, den ich mit diesem Produkt, was ich entwickeln möchte, welchen Bedarf werde ich dadurch decken? Zu welchen Kosten werde ich es decken? Ist es wettbewerbsfähig? Steht es sozusagen auch in der Langfristplanung der Gesundheitsversorger? Das ist meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, da will ich auch vielen Personen Mut machen, die vielleicht uns heute hier verfolgen. Die Situation hat sich in Deutschland in der Wahrnehmung der Biotechnologie verändert.
Ich glaube, dass die Politik verstanden hat und immer mehr versteht, dass das eine Schlüsseltechnologie ist und dass es eben nicht nur um die Versorgung geht, sondern de facto eben um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich glaube, mit Leuchtturmunternehmen wie Morphosis, wie BioNTech, wie Kiagen, viele, viele dieser Unternehmen zeigen, man kann ein großes Unternehmen schaffen mit vielen Arbeitsplätzen. Das ist eine Schlüsseltechnologie. Es muss nicht nur Quantum Computing sein und es muss nicht nur, ich sag mal, das nächste webbasierte Geschäftsmodell sein, wobei Quantum Computing ja noch technologisch getrieben ist. Bei webbasierten Geschäftsmodellen, da tue ich mich schwerer bei vielen, weil sie eben nur noch, wie sagt man, Zwillinge sind von Dingen, die schon da sind. Ich glaube, wir müssen auf unsere eigene Wissenschaft setzen, auf die Stärke unseres Landes. Und wenn Gründer sich Geschäftsmodelle überlegen mit herausragenden Technologien, dann ist das etwas, was Investoren gerne sehen und das wird dann auch finanziert. Ich bekomme gerade den Hinweis aus der Regie, dass wir ein bisschen kürzer antworten sollen, weil sehr viele Fragen eingetroffen sind. Das ist nur ein kurzer Hinweis. Es geht eine Frage von Hans-Peter Wiese zu Ihrem Deal mit Pfizer. Gibt das den USA... Gibt das den USA ein First Right of Refusal nach Zulassung oder sind sie auch frei, parallel nach Europa in vergleichbaren Mengen zu liefern? Ja, sehr wichtige Frage. Also, wir haben den Deal mit Pfizer gemacht, weil das, wir kannten uns aus einem Deal vorher, aus Grippeimpfstoffen. Das war technologisch der richtige Fit, auch von der Organisation passte das sehr gut und deswegen haben wir Pfizer gewählt, auch weil es ein sehr vertrauensvoller Partner ist. Und wir haben ganz klar gemacht von Anfang an, dass wir eine weltweite Versorgung dieses Impfstoffs wollen. Also wir wollten nicht das Produkt in die USA verkaufen und dann sozusagen Europa dumm dastehen lassen. Es war absolut wichtig, das haben wir auch im Vertrag so verankert, dass sozusagen weltweiter Supply da ist. Und ein Schritt, an dem man das sieht, ist, Pfizer baut Produktionsstätten in den USA aus. Was da produziert wird, wird vorwiegend in die USA geliefert. Wir bauen in Deutschland aus und Pfizer hat auch noch in Belgien eine große Produktionsstätte. Da wird natürlich produziert für, ich sag mal, Deutschland, Europa, auch Rest der Welt. Ja, also insofern ist es wichtig, war uns wichtig von Anfang an, dass wir eine gleichmäßige Verteilung weltweit machen und nicht der Impfstoff in die USA abgezogen wird. Also ja, US-Partner, aber weltweite Distribution und Verteilung des Ganzen. Eine Frage, die wieder in Ihre Richtung geht, Herr Motschmann, von Herrn Renner. Welche Kriterien sind aktuell im Rahmen der Covid-19-Pandemie nun ausschlaggebend für VC-Investments? Sitzt hier das Investment deutlich lockerer, um an Förderung zu kommen? Also von Förderung können wir ja nicht reden. Wir sind keine Organisation, die den Auftrag hat, den staatlichen Auftrag zu fördern. Unser Anspruch an Geschäftsmodelle, den habe ich gerade vorher ein wenig formuliert. Also wir suchen natürlich exekutionsstarke Teams mit einer aus unserer Einschätzung herausragenden Idee, die einen relevanten Markt adressiert, idealerweise Wachstumsmärkte adressiert. Und BioNTech ist ein schönes Beispiel, eine Transformation sozusagen der Onkologie, der onkologischen Versorgung. War ein Thema, was uns damals brennend interessiert hat, Immunonkologie, Immuntherapie. Wir haben darauf gesetzt, dass sich der Markt dahin entwickeln wird. Das tut er zunehmend. Insofern, ich glaube, entscheidend ist, ich wiederhole mich da, Geschäftsmodell, Exekutionskraft und Erfahrung oder zumindest mal der Wille zur Exekution des Managements mit einem klaren Markt, der die Produkte auch braucht, die wir dann gemeinschaftlich entwickeln oder für die wir dann mit der Finanzierung stehen. Mhm. Sie hatten ja vorher noch auch gefragt, sozusagen im Hinblick auf den Standort. Ich glaube, dass insgesamt die Venture Capital Landschaft im Bereich Biotechnologie einen starken Zuwachs haben wird in den nächsten Jahren, wenn man das jetzt richtig nutzt. Ich kann ja sagen, für unser Haus ist das mit Sicherheit das erfolgreichste Investment und wir haben durchaus sehr erfolgreiche gemacht, was wir bis dato gemacht haben. Ich glaube, es ist das sicherlich eines der ganz herausragenden Investments europaweit oder weltweit. Allein von dem, was man da sozusagen an Wert geschaffen hat für die Investoren. Von Markus Rieger kam hier auch nur die Frage, die kann ich direkt anschließen, weil sie direkt zu Ihrer Ausführung passt. Mit welchen nächsten Einhörnern aus Ihrem Portfolio dürfen wir rechnen? Da bin ich aber mal sehr vorsichtig, weil da werden natürlich Erwartungshaltungen erzeugt.
Im Biotechnologiesektor, ja, also, also im Tech-Sektor haben wir Kandidaten, das muss man klar sagen. Unternehmen wie Navis oder Konux aus der TU München hier herausgegründet. Würde ich mal jetzt mal so stehen lassen, aber da erwischen Sie mich jetzt ganz ehrlich gesagt ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich will, bin auch lieber jemand, der under-promised and over-delivered an der Stelle. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, unser Anspruch muss sein, große Dinge zu schaffen, wenn das Potenzial dafür da ist. Wenn das Potenzial limitiert ist, dann muss man auch wissen, wo der Exit ist und muss man auch mal mit weniger zufrieden sein. BioNTech ist ein wunderbares Beispiel, dass, wie sagt man so schön, the sky is the limit. Aber das braucht viele Facetten, um dahin zu kommen, unter anderem große Risikobereitschaft von großen Investoren wie Thomas Strüngmann und ein geniales Konzept wie, und Wissenschaft wie von Ugo Sahin und Özlem Türeci plus das Team. Dann kann sowas dahin wachsen. Aber da müssen alle an einem Strang ziehen. Das ist nicht sozusagen transferierbar auf jeden Business Case. Okay, dann nehme ich jetzt die letzte Zuschauerfrage. Alvaro Bustos fragt, wie gut kann BioNTech mit dem exponentiellen Wachstum der letzten 6 Monate mithalten? Sprichwort Fachkräftemangel, Homeoffice, Onboarding, neue Mitarbeiter, Inhouse versus Leiharbeiter, sinnvolles, nachhaltiges Wachstum. Ja. Okay, da treten mir gerade die Schweißperlen auf die Stirn, weil natürlich, damit befassen wir uns jeden Tag. Also, machen wir's. Das Homeoffice war fantastisch. Also, so blöd das klingt. Also, und es ist auch schwierig, wenn man Leute wirklich zu Hause lässt und die ihre Mit-Coworker nicht sehen und so weiter und so fort. Also, da gibt's ganz andere Probleme, die man irgendwie anfassen muss, das auf lange Frist ein mögliches Modell zu machen, weil die Leute brauchen auch Nähe und Kollegen und Face-to-Face-Meetings. Aber Homeoffice war insofern unglaublich effizient. Ich habe meine Teams öfter gesehen. Wir hatten sehr effiziente Meetings. Ich hätte auch im Januar noch gesagt, Videokonferenzen funktioniert nie. Bin eines Besseren belehrt worden. Mache ich jetzt den ganzen Tag. Geht weltweit. Wir haben die Pfizer-Verträge, die Fosso- und China-Verträge. Das ist alles virtuell verhandelt. Also das geht und war unglaublich effizient. Also insofern Homeoffice war das kleinere Problem. Fachkräftemangel sehr gut. Also wir haben einen sehr guten Wissenschaftlerzulauf, das geht sehr gut. Wo wir teilweise wirklich Probleme haben, sind Operators, Technical Assistants und so weiter, Labormitarbeiter. Das ist schwierig. Wir profitieren dadurch, dass wir einen Hauptsitz Mainz, Sanofi Höchst um die Ecke haben, Böhringer Ingelheim. Und da gibt es natürlich immer mal, ich sag mal, Wanderbewegungen. Ja? Und da kann man, da waren wir immer ein gutes Auffangbecken bisher, aber mal eben 200 Operators einzustellen, die eine Fabrik wirklich managen, schwierig. Insofern kam uns natürlich die Novartis-Geschichte perfekt gelegen. Wir haben da 300 hochqualifizierte Leute, die up and running sind und jetzt auf dem Impfstoffprojekt arbeiten können. Also man muss da seine Wege finden, wie man das macht. Ich glaube, die Leute zu finden ist eine Sache und dann das Ganze zu managen ist natürlich schwierig, dass man die Kultur beibehält, dass man die BioNTech, ich sag mal Startup-Kultur irgendwie in einem knapp 2000 Leute Unternehmen irgendwie behält. Das ist nicht einfach. Beschäftigen wir uns irgendwie jeden Tag damit. Onboarding, es geht alles elektronisch, es ist nicht einfach, aber es gibt Mittel und Wege, das möglich zu machen. Und wir haben also viele, viele Leute im Team, die sich damit beschäftigen, wie man das effizient und gut gestaltet. Ich denke, es ist den Umständen entsprechend schaffen wir es ganz gut, aber es gibt, glaube ich, keinen One-Size-Fits-All. Jede Firma muss das für sich irgendwie finden, wie es geht. Wir sind auch schon fast am Ende. Wir kommen zu den Abschlussfragen. Herr Motschmann, als Anfangsinvestor, Aufsichtsrat, der das Unternehmen jetzt schon seit 12 Jahren begleitet, was sind Ihre persönlichen Lessons learned aus diesem Investment und wie profitieren die Anleger in Ihre Fonds? Lessons learned aus dem Investment, ja, würde ich mal platt sagen, the sky is the limit. Also sprich, man muss sich große Dinge zutrauen, man muss dafür kleine Schritte gehen, um sie dann auch zu erreichen. Aber es ist möglich. Und wie profitieren unsere Anleger aus diesem Investment? Wir sind ja mit den Fonds 7, 8 und 9 bei BioNTech investiert. Wir haben oder werden bis Weihnachten in Summe 260 Millionen Euro ausgeschüttet haben durch Teilverkäufe von Aktien an unsere Anleger. Das heißt, wir haben den Fonds 7 dann dreimal zurückbezahlt, den Fonds 9 zweimal zurückbezahlt. Und den mittleren Fonds 8, der ein ratierlicher Fonds ist, wo die Leute sozusagen im Sparplan einbezahlen, der ist dann auch schon fast zurückbezahlt. Und wir halten noch erhebliche Aktien. Insofern
eine tolle Geschichte für uns als Investoren, für unsere Anleger. Ein tolles Role Model für Deutschland, was möglich ist. Und man muss sich Dinge zutrauen, man muss sie machen, dann können sie auch Realität werden. Mhm. Abschlussfrage an Herrn Dr. Pötting. Sie haben im November den Börsengang an die Nasdaq gemacht. Der Kurs hat sich hervorragend entwickelt seither. Wo sehen Sie BioNTech, den Kurs, die Firma im Jahr 2025? Ja, tricky Frage. Nein, also ich glaube, über den Kurs spekuliere ich jetzt mal nicht. Der folgt sozusagen den Maßnahmen, die man macht. Also sagen wir so, wir haben sehr viel gelernt in der Pandemie jetzt. Ich hoffe, dass es gut weitergeht. Es ist wirklich ein Hoffen, weil wir es nur bedingt in der Hand haben, mit dem Impfstoff weitergeht, dass wir der Welt helfen können mit einem Mittel gegen die Pandemie. Und dann ist natürlich, dann ist sozusagen das nächste Augenmerk, ist dann wirklich die nächsten Krebsmedikamente wirklich durchzubringen, durch die entsprechenden Phasen und idealerweise mittelfristig auf den Markt. Also wenn ich mir wünschen würde, würde ich sagen, hoffentlich haben wir 2025 was gegen Krebs auf dem Markt und gehen das Thema an. Das wäre mein Wunsch. So. Ich denke, das ist unser aller Wunsch. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank, Herr Dr. Pötting. Vielen Dank, Herr Motschmann, für dieses interessante Gespräch. Und wir gehen weiter im Programm. Deutsche Unternehmen haben es oft schwer, wenn sie auf der Suche nach Kapital in den USA sind. Was man bei der Kapitalsuche beachten sollte und was US-amerikanische Investoren sagen und was sie damit teilweise meinen, das wird uns jetzt Mark Feilerman entschlüsseln in seinem Vortrag, in seiner Keynote. View from Abroad – Fundraising Lessons Learned. Ein Vortrag von Mark Feilerman, Program CEO German Accelerator Life Sciences. Mark Feilerman ist ein erfahrener Gründer, Unternehmer und Startup-Mentor mit langjähriger Management-Erfahrung in den Bereichen Medizinprodukte und Diagnostik. Als Program CEO des German Accelerator Life Sciences bereitet er junge deutsche Unternehmen aus den Bereichen Biotech, Medizinprodukte und Digital Health gezielt auf den Markteintritt in den USA vor. Hello from Boston. My name is Mark from German Accelerator, and it is my pleasure to speak with you today and share some important insights about fundraising that come directly from investors. First, though, I'd very much like to thank Going Public Media for having me here today. So, congratulations. You are an entrepreneur. You create, you take risks, you solve problems, you live your passion, and you can change the world. When you go home tonight, you should tell everybody in your household that they are in the presence of greatness because you are an entrepreneur. You really need to be congratulated for being an entrepreneur because the reality is entrepreneurship is really hard. It's filled with ecstasy and agony. For instance, take a look at this. Imagine you've identified a problem, you thought up a solution, you got a grant, you hired a team, you actually made the product work, and you're so excited you file a patent. But then you learn that there's already a patent. That's okay though, you have a great legal team and they tell you you have freedom to operate and you get your product out in the field and the first field test works, but then it stops working. That's okay. You fixed it, you redesigned it because you're an entrepreneur and you have a great team and you start some new beta tests and you learn that the customers hate it. Back to the drawing board, you redesign it again and now potential investors hate it. And you can't agree on the terms with those potential investors. But that's okay, you persevere, you finally agree on a term sheet and now you learn that there are new regulatory requirements. That's okay. Back to the R&D team you go, you redesign it to meet the new requirements, but now with all these redesigns, you're behind schedule. So you add resources and you finally release the product out into the market officially, but sales are very slow. So you hire a new salesperson and you finally get that big order, but now since so much time has passed, there's new competition with a great new product. So this is the life of an entrepreneur. You kind of have to be bipolar to be an entrepreneur. But anyway, so today we're here to talk about money.
And what I'd like to do is to share with you four important insights that come directly from investors. First and foremost, investors tell me all the time that startups don't have the business basics right. They don't understand what value they have. They don't understand to whom that value might apply. They don't understand how to monetize that value, and they don't really understand how big the market actually is. But this is like unbelievable to me, but it happens all the time. It's entrepreneurs do great on the tech and the science, but they fundamentally don't know their business even when they feel they're ready to go out and get funds. So how can this happen? Well, why does this happen? Well, startups typically don't validate or de-risk their business early enough, right? You have to be the problem and the customer expert. You have to know specifically who owns and feels the pain for the problem that you're trying to solve. The frequency and the severity of that problem. Is this really an urgent problem or an MEH problem? Do you know what an MEH problem is? It's a meh problem, right? You have to know which one it is. You have to know how much the problem costs now, currently, to your customers, and then what are the problems with the current solutions? It's not enough to identify a problem. You have to be better than the solutions that are already being employed out in the field by your customers. Second, startups typically don't really validate their value proposition well enough. You've got to understand the value proposition that you bring to your customers, its strengths, its weakness. Is this honestly a tech push? Are you trying to get your technology out there, or is there a real customer pull for your product? And by the way, who is the customer? What specific patient or customer population? Who are they and why? Who's gonna use it? Who's gonna pay for it? That's a big thing in health tech. And then what are the benefits and the barriers to adoption? Fundamentally, what is the value proposition? In order to validate the problem and the solution, you've got to validate outside the lab. That means face your fears, get out there, take the leap, meet with customers, talk to as many customers as you possibly can, but listen openly and honestly about what they are telling you about the problem that they have and the value of your solution, right? It's the value proposition that matters. So value propositions are the so what, not the what. The what is the feature. The so what is the benefit. Nobody cares about your science, your tech, or your product, right? They don't care about the what. What they care about is the so what, the benefits that that solution brings to them. Value propositions are fundamentally a ratio of benefits and costs, right? And startups typically tend to underestimate the costs associated with adopting a solution. So these costs are broad. They're not just the amount that a customer pays, but the adoption costs, the support costs, the disruption cost to, let's say, a workflow, right? These are all the costs that need to be more than compensated for by the benefits. So this ratio of value proposition is essentially, is the juice worth the squeeze, right? Is the juice that you get worth the effort of squeezing that fruit? Are the benefits worth the costs? Basic, but many startups fail to have this defined well enough to get funding when they go out to try to get funding. Second, startups don't approach the right investors at the right time. There are many different types of investors, right? But everybody thinks venture capital. Well, the reality is that VCs invest for growth in scale after all the early, really hard de-risking work is done here earlier during the prototyping and the early launch
and the early adopters, right? There's great business angel money, there's great accelerator money, there's great friends and family money that happens earlier on, and that's critical. So don't just jump right over all those and think that you go right to getting venture capital, right? Second, about VCs and investors in general, all investors have specialties. Go to the ones that are in your space first. Third, startups don't really understand and appreciate an investor's incentives. First and foremost, investors only care about their return on investment. They don't care about you. They don't care about your size. They don't care about your tech. They don't care about your product. They don't care about any of these things unless it brings them return on their investments in you and your company. Second, investors really don't have an incentive to be discouraging or to give you the bad news or to tell you really the things that they're thinking. They want you to go off, do all of the de-risking, and then come back when it's time to scale and grow. Then they'll pour gasoline on the fire and help you, but there's a lot of earlier work that that needs to be done before a VC will actually invest. Fourth, startups don't really have correct expectations about funding, specifically about funding in the US. Getting investment in the US is really, really hard, despite what you might read and what gets all of the headlines, right? VCs are looking for any reason to say no because they have so many pitches to go through. They only invest in less than 1%. Less than 1%. They don't invest in science projects, right? They invest in businesses. And the reality is they're only going to invest in risk associated with the tech or the product if the business is de-risked. And then finally, many US investors honestly are going to only invest in a US entity that owns the IP. That is definitely changing, but in general, that's true. So to get funding, you've got to be credible and compelling, right? So you need to credibly demonstrate your deep and validated knowledge of your customer, their environment, and their problem. I cannot overemphasize that. Prove to these investors that you know your customer better than they do. And that's your leg up. And if you go out and talk to a bunch of them, you will, right? And then quantify the problem. If you can't qualify it in euros, you don't understand it well enough. Second, the pitch deck has got to be more problem-focused and solution-focused and benefits-focused than it is focused on science or technology. There's a notable exception to that, which is for therapeutics, where the science actually really matters, like does the drug work or not. But in general, for most everything else, the deck's really got to focus on the problem, the benefits, and the business, not the science and the tech. So be confident about what you know and honest about what you don't. Don't try to BS them. So all of this talk about investment and money is great. You might ask yourself, well, what's the best type of money? It's a great question. Some people will say smart money, you know, low interest rate money, free money in terms of grants. The best type of money is customer. Keep your focus on the customer at all time. And remember, humbly, German Accelerator is here to help you, right? We provide customized mentoring, strategic advice. We've got a vast network of mentors that really know their stuff. We help with pitch training and PR and marketing support to help you get noticed. German Accelerator also helps with cultural understanding, like how to speak American. So when Americans say things like, oh, that was just awesome, what they mean is good. When it's great, that means, you know, fine. When it's okay, that means bad. Americans love to speak in hyperbole. Oh, my best friend, that's somebody I know and also happen to like. This is really, really, really important because it may help to understand when a customer, when an investor says something to you like, your pitch deck looks fine, my friend,
let's stay in touch, they may be meaning something very different than their words are actually saying. So in summary, congratulations, you are an entrepreneur. Go out, de-risk your business more and earlier than you think you should. Be intensely focused on the customer and the problem you are trying to solve. Validate, 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 validate. Talk to three customers every week. Three customers every week. And be irrationally persistent. Live your passion. Go out and change the world. Thank you very much for your time and attention. Hopefully this has been valuable and interesting. And it was my pleasure to be here. Enjoy the rest of the conference. Weitwinkel. Finanzierungstrends und Finanzierungsmodelle. Alles neu in Zeiten von Corona? Unser Moderator im Studio ist Dr. Hubert Birner. Er ist Managing Partner bei TVM Life Science und verantwortet die weltweite Investmentstrategie. Die jüngsten Fonds konzentrieren sich auf Frühphasenfinanzierungen zur Entwicklung von pharmazeutischen Assets. Dr. Birner hat einen Doktortitel in Biochemie der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hält einen MBA der Harvard Business School. Zudem ist er Aufsichtsrat bei zahlreichen Pharmafirmen und kennt die Herausforderungen für Unternehmen bei der Finanzierung. Freuen Sie sich auf eine spannende Diskussionsrunde im ersten Teil mit Experten für Frühphase und Venture Capital. Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Expertengespräch zum Thema Frühphasenfinanzierung in Zeiten von Corona. Ich durfte mir heute dazu ein sehr schönes Panel, eine sehr schöne Gruppe von Experten einladen, die mich in der Diskussion dieses Themas begleiten werden, die sich gleich vorstellen werden. Wir werden vom Fokus der Diskussion starten in Bayern, gehen dann nach Deutschland und werden uns über den europäischen Raum hinaus mit dem Thema beschäftigen. Ich bitte ganz kurz meine Kollegen, sich vorzustellen. Zu meiner Linken bitte. Mein Name ist Viola Bronsema. Ich bin die Geschäftsführerin von BioDeutschland. BioDeutschland ist der Branchenverband der deutschen Biotechnologieindustrie. Mein Name ist Andreas Huber. Ich bin Director Life Science und Senior Investment Manager bei Bayern Capital. Und Bayern Capital ist die VC-Gesellschaft des Freistaats Bayern, also ein öffentlicher Risikokapitalgeber. Ja, guten Tag. Mein Name ist Holger Reitinger. Ich bin Partner bei Forbion. Forbion ist eine niederländische Risikokapitalgesellschaft, spezialisiert auf Medikamentenentwicklung. Und ich leite das Münchner Büro hier in München. Vielen Dank. Wir wollen uns heute mit der spannenden Frage beschäftigen, was hat Corona getan für die Privatfinanzierungen, Frühfinanzierungen in unserer Industrie und welche Trends sehen wir in der Pandemie und in welcher Weise hoffen wir, wie es danach weitergehen wird. Ich glaube, es wird eine Diskussionsrunde werden, die sehr getragen sein wird von einem gewissen Optimismus. Aber deswegen sollten wir noch mal genauer hören, was unsere Experten dazu zu sagen haben. Nachdem ich in ein paar kurzen Sätzen noch mal die wichtigsten Beobachtungen der letzten 9 Monate zusammengefasst habe. Wenn Sie sich die Statistiken anschauen für Privatfinanzierungen, sowohl in den USA als auch in Europa, in Zeiten der Pandemie, also mehr oder weniger durch das Jahr 2020 hindurch bis Ende September, werden Sie sehen, dass Sie ein maximal erfolgreiches Finanzierungsjahr auf beiden Seiten des Atlantiks sehen werden. Wir sehen in den USA, nicht ganz überraschend, Rekordfinanzierungen privater Firmen. Dort gibt es einen sehr starken Fokus auf Serie A immer noch und Serie B. Aber wir sehen auch in Europa einen sehr starken Zuwachs an Finanzierungen im privaten Bereich. Und ich wage zu behaupten, dass 2020 eines der erfolgreichsten Jahre sein wird für Venture-Capital-Finanzierungen, Privatfinanzierungen in der Biotechnologie, Diagnostik und MedTech in unserer Geschichte. Und interessanterweise sehen wir hier eine kleine Divergenz zu USA, dass wir natürlich sehr viel Geld sehen, die in spätere, sehr viel Geld an Finanzierungsrunden sehen, die in spätere Runden gehen, zum Beispiel Serie C oder sogar noch später.
diese Analyse werden wir kurz diskutieren mit den Experten. Zweites Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist, dieses Jahr werden wir auch in Europa Rekordzahlen sehen, was die Neuauflage von Venture-Kapital-Fonds in unserer Industrie betrifft. Die Kollegen hier im Studio haben zum Teil auch sehr erfolgreiche Fonds geschlossen. TVM wird in Kürze einen sehr, sehr großen Fonds announcen und viele andere Neuigkeiten sind bereits im Markt. Auch das hat natürlich eine gewisse Dynamik für die Verfügbarkeit von Kapital. Und das letzte Thema, was ich ansprechen möchte, ist, wir haben natürlich im Jahr 2020 relativ wenig M&A gesehen in unserer Industrie. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir sehr viele IPOs sehen auf der hinteren Seite der Entwicklungsstufe. Das ist aber nicht das Thema für dieses Panel. Das kommt dann in dem nächsten Panel, in der nächsten Diskussionsrunde. Aber wir sehen im Prinzip einen Backlog für M&A in Pharma. Es gibt unheimlich viel Geld in der Pharmaindustrie, was zur Verfügung steht. Aber 2020 wird eher wohl ein langsameres Jahr gewesen sein. Mit diesen kurzen einleitenden Worten möchte ich den Andreas bitten, kurz mal seine Perspektive aus der Sicht von Bayern Kapital zu sehen. Was habt ihr gemacht in diesem Jahr in eurem Industriefokus und in eurem geografischen Fokus? Habt ihr durch die Zeit des Lockdowns und des Homeoffices weniger investiert? Ist es überhaupt leicht zu investieren? Und wie siehst du die Perspektive, wenn der Lockdown vorbei ist, gerade jetzt auch für die bayerischen Unternehmen? Gut, das sind jetzt viele Einzelaspekte. Fangen wir mal an zum Thema Fundraising. Wir als öffentlicher Risikokapitalgeber tun uns da natürlich ein Stück weit vielleicht leichter, in Anführungsstrichen. Fakt ist, wir haben neues Geld bekommen in einer erheblichen Größenordnung, unter anderem auch den Nachfolger unseres ersten Wachstumsfonds, der Wachstumsfonds 2, in der Höhe von 115 Millionen, was schon relativ signifikant ist für einen regionalen Investor. Also da lief es Business as usual und ähnlich würde ich fast sagen, war es auch zum Thema Deals. Da haben wir eigentlich unsere Pace halten können aus 2019. Mhm. Wir haben ja immer gewisse Vorstellungen, wie viel wir da im Jahr machen. Das sind natürlich nicht in absoluten Zahlen sehr hohe Größenordnungen. Aber normalerweise machen wir rund 10 Neubeteiligungen im Jahr. Davon ist ein Viertel Life Science. Life Science ist allerdings breit gefasst. Das schwankt natürlich über die Jahre. Aber wir sind eigentlich absolut im Soll, was das anbelangt und auch sehr froh. Was die Art der Deals anbelangt, also da sehen wir natürlich, es kommen viele Covid-Anfragen, so möchte ich es mal nennen, sind da aber, und das ist schon ein Punkt, das möchte ich anmerken, also man merkt, viele wollen auf den Covid-Zug aufspringen. Mhm. Also früher hat man irgendwas entwickelt, jetzt möchte man Vakzinentwicklung betreiben und das ist manchmal vielleicht auch nicht so arg glaubwürdig. Also da sehen wir natürlich, dass das angestiegen ist. So Trittbrettfahren auf dem Covid-Zug möchte ich das nennen. Und das, was wir wirklich dann realisiert haben, das sind eigentlich die typischen Themen, die es auch die Vorjahre waren. Also zum Beispiel Onkologie. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Okay, vielen Dank. Viola, wie ist die Sicht über ganz Deutschland hinweg? Ein bisschen ohne die bayerische Sicht, die wir gerade beobachtet haben, mit und ohne Corona. Ja, danke. Ich möchte gleich einsteigen bei der Anmerkung von Andreas Huber. Also für uns natürlich im Moment so, Biotechnologie ist eine universelle Technologie. Ne? Wir sind im Moment voller Energie, wir können jetzt endlich zeigen, was wir können. Mhm. Und das ist wirklich toll. Ne? Wir werden angesprochen auf euren Mitgliedern jetzt als Verband, ruht unsere Hoffnung. Und zum Thema Trittbrettfahren. Tatsächlich ist es so, dass die Firmen auf eigenes Risiko jetzt ihre Forschung umstellen, weil sie einen Beitrag leisten möchten, weil sie eine Plattform haben, weil sie in der Lage sind, sowohl an den Therapien als auch an den Diagnostika als auch an den Impfstoffen zu arbeiten. Und insofern würde ich das eher lobend erwähnen wollen und auch betonen, dass diese Firmen das wirklich auf existenzielles Risiko zum Teil machen. Viola zum Beispiel? Es gibt einige Firmen, die jetzt zum Beispiel Centogene, die umgestiegen sind auf Covid-Diagnostik oder Corona-Infektionsdiagnostik. Es gibt Firmen, wir hatten vorhin Firmen hier, BioNTech, CureVac, die jetzt ihre Programme ganz umgestellt haben auf die Entwicklung von Impfstoffen. Und es gibt unterschiedliche Biotech-Unternehmen, die jetzt ihr Wissen und ihr Können darauf verwenden, wirksame Therapien zu entwickeln. Insofern sehe ich das tatsächlich unter einem anderen Vorzeichen und möchte das wirklich auch als Leistung der Branche hervorheben, dass sie dazu imstande ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Branche divers ist. Das heißt, es gibt einige, sind willens und in der Lage, jetzt sich einzustellen und eben auch dieses Risiko einzugehen. Andere sind auch Familienbetriebe, die jetzt spüren, dass Aufträge zurückgehen. Wir hatten
weil wir den Anschluss ja nach Bayern gemacht haben, hier auch eine Umfrage von unseren Kollegen, die gezeigt haben, dass wirklich fast 20% der Firmen auch um ihre Existenz bangen, weil die natürlich auch ein Auftragsgeschäft haben oder ein Produktgeschäft, was möglicherweise jetzt leidet. Das heißt, es ist ganz wichtig, das gesamte Bild der Branche zu sehen und auch zu sehen, dass die Gesellschaft endlich versteht, was wir wirklich beitragen können und wollen. Bevor ich noch mal kurz den Andreas antworten lasse, siehst du den Effekt, dass es mehr Kapital gibt in Deutschland für unsere Industrie? Ja, ist das sehen wir sehr. Also es wird auf der privat finanzierten Seite. Genau, es wird, also wir zählen, im Moment sind wir auf 2 Milliarden privaten Geldern gekommen, im Moment, was die ganze Biotechnologieindustrie angeht. Natürlich muss man immer BioNTech und CureVac abziehen, die große Mengen an privatem Geld derzeit einwerben. Und selbst dann, wenn wir diese 1,4 Milliarden abziehen, rechnen wir immer noch mit einem Rekordjahr in diesem Jahr, dass wir wirklich mehr als je zuvor an privaten Kapital in die Biotech gehen sehen. Sehr erfreuliche Nachricht natürlich, auch für ganz Deutschland. Andreas, du wolltest noch mehr antworten. Genau, aber dann war das ein Missverständnis. Beim Grunde genommen, Viola, du hast vollkommen recht. Was wir sehen ist, es gibt natürlich Technologien, Technologieplattformen, die erlauben eine Anwendung bei Covid. Das meinte ich nicht. Das will ich dezidiert ausnehmen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wichtig ist hier, es gibt eine Zahl von Anfragen, die wir auch dieses Jahr erhalten haben, wo das eben völlig anders ist. Jemand hat was völlig anderes gemacht und meint, er muss in ein sehr komplexes Feld einsteigen. Diese Gruppe, die zugegebenermaßen begrenzt ist, aber eben neu im Covid-Jahr kam, auf die habe ich abgezielt. Das andere, da schließe ich mich vollkommen an. Werden wir auch im Übrigen Beispiele aus unserem Portfolio jetzt heute noch hören. Holger. Was habt ihr gemacht im europäischen Bereich? Ja. Wie ist die Perspektive ein bisschen außerhalb Deutschlands? Breiter. Ja, also ich denke, wir haben ja unseren letzten Fonds, aus dem wir derzeit aktuell investieren, im Jahre 2018 aufgelegt. Das ist ein sehr großer Fonds, 360 Millionen Euro. Und ich glaube, es ist interessant anzumerken, dass wir ihn relativ schnell investiert haben, was auch zeigt, dass wir sehr viele interessante Opportunitäten sehen. Und wir sind jetzt gerade schon dabei, den Nachfolgefonds aufzulegen, weil wir eben ihn nach über zwei Jahre Investitionszeit schon im Grunde genommen unser Portfolio haben. Das zeigt auch, wie dynamisch im Moment in Europa, aber wir investieren ja auch in den USA, die ganze Szene ist sehr dynamisch. Mhm. Unabhängig jetzt mal von Covid. Wir haben also nach der Covid-Zeit oder in der Covid-Zeit nicht mehr oder nicht weniger gemacht. Ich glaube, wir haben unseren Pace beibehalten. Und uns war es vor allem auch wichtig, die Strategie, die wir unseren Investoren erklärt haben, dass wir die auch durchziehen. Natürlich haben wir ihnen dargelegt, ob Covid einen Einfluss auf unsere Strategie haben könnte oder viel wichtiger, hat es einen Einfluss auf die Entwicklung der Portfoliounternehmen, wo wir bereits investiert sind. Da machen wir im Grunde genommen vierteljährliche Analysen für die Investoren und halten die auf dem Laufenden. Ich glaube, das muss jeder bei uns in der Branche derzeit machen. Was ganz interessant ist als Antwort auf dein Eingangsstatement, bei uns war 2020, ich glaube, fast das erfolgreichste M&A-Jahr in der Geschichte. Da fallen wir vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist möglicherweise statistisch nicht signifikant, wahrscheinlich Zufall. Und wir sind deswegen, glaube ich, auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite 2020 auf einem sehr guten Weg, halten unseren Pace bei, haben jetzt im Gebiet Covid nichts Aktuelles in der Pipeline. Wir gucken uns immer mal wieder Unternehmen an, haben aber jetzt dort kein besonderes Programm aufgelegt, um etwas Neues zu machen. Wir sehen natürlich die ganzen Unternehmen, die sich jetzt, wie Viola sagte, umpositionieren wollen. Das ist aber bei uns jetzt nicht unbedingt ein Thema, was wir verstärkt haben. Okay. Was ganz spannend ist, zu deinem Eingangsstatement, wir sehen natürlich, dass die Geschwindigkeit in Amerika noch wesentlich schneller ist als bei uns. Das kann man natürlich als europäisch oder international agierender Investor nutzen. Da werden wir teilweise auch überrollt. In einem Portfoliounternehmen mussten wir sogar eine zweite Milestone-getriebene Tranche vorher auszahlen, um quasi einen Börsengang nicht zu verhindern sozusagen. Also die Börse hat so stark gezogen, dass wir unser ursprüngliches Investmentthema adaptieren mussten. Und das sehen wir ja leider in Europa noch nicht. Ja. Also ich fasse zusammen, Corona ist eigentlich ein Beschleuniger geworden für unsere Industrie. Wir haben ein paar extrem erfolgreiche Firmen, die sowohl in der Entwicklung von Impfstoffen oder Medikamenten einerseits den Markt antreiben, sowohl auch in der Finanzierung als auch in der wirklichen Visibilität in der Öffentlichkeit. Und auf der anderen Seite ist trotz Corona so viel Geld in den Markt gekommen, wo wir einen riesigen Impetus sehen für unsere Industrie. Und das lässt mich zumindest während der Pandemie sehr optimistisch bleiben, dass wir auch in Deutschland weiter viele Finanzierungen sehen werden, dass es ein eher gründerdominiertes Pandemie-Jahr oder Jahre werden könnte und
das Ganze letztlich auch für viele neue Firmen sorgen könnte, die damit ins Licht der Öffentlichkeit gehen könnten. Ein großes Thema, was natürlich dann immer aufkommt, ist Bewertung. Andreas, glaubst du, dass jetzt auf einmal, weil so viel Geld auch in Deutschland unterwegs ist, die Bewertungen dramatisch anders sein werden? Dass es wahnsinnig schwierig sein wird, sich auf Termsheets zu einigen mit Gründern? Oder ist das noch ein Thema, das wir vor uns herschieben werden? Jetzt ist der Blick in die Glaskugel natürlich schwierig, was in Zukunft sein wird. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also der aktuelle Status, da sehen wir das jetzt noch nicht, dass jetzt die Bewertungen durch die Decke gehen im Vergleich zu früher. Da ist Life Science anders wahrscheinlich gelagert als Software, wo wir ganz andere Bewertungsdiskussionen hatten in den letzten Jahren, weil es so ein Hype war. Aber ich glaube auch, wie du sagst, das ist ein Statement, das möchte ich noch machen. Ich glaube, the time is now. Biotech kann jetzt zeigen und hat auch schon gezeigt, was für eine Bedeutung das hat für unsere Gesellschaft, unmittelbar für die Gesundheit, für das Überleben von Menschen. Und ich denke, diese Awareness wird sich vielleicht auch transformieren in mehr Geld, das in diesen Bereich fließt und dann vielleicht auch höhere Bewertung. Okay, siehst du das auch so? Also wir sehen einen Unterschied in den verschiedenen Geografien. Also ich würde dem Andreas zupflichten, dass es in Deutschland und in einigen Ländern Europas weiterhin in unseren Augen vernünftige Bewertungsdiskussionen mit Gründern gibt, die also im Rahmen ablaufen, dass man auf jeden Fall zum Deal kommt. In England, aber auch in Amerika sind da teilweise schon Dimensionen erreicht, die ohne die Börsenbewertung das Ganze für uns nicht mehr rechenbar machen. Mhm. Da müssen wir uns entweder zurückhalten oder man macht halt mit und hofft halt, dass die Börsen dann die entsprechende Exit-Bewertung abliefern. Ich meine, das ist wie immer im Venture Capital, wer schon länger dabei ist, wie wir, Hubert, wir wissen das. Ja. Es gibt, wenn viele Fonds sehr, sehr viel Geld haben, gehen die Bewertungen nach oben. Dadurch kaufen einige zu teuer ein und das wird dann später dann die Bewertung wieder nach unten bringen. Also ich glaube, das sehe ich in einem zyklischen Umfeld und da befinden wir uns glücklicherweise im Moment in einem Umfeld, wo Geld nach guten Investitionsmöglichkeiten sucht und wahrscheinlich muss man mit erhöhten Bewertungen rechnen, jetzt als Investor. Genau. Ich kann das also nur bestätigen, wir haben von TVM-Seite her ein Jahr, wo wir mehr als jemals zuvor Termsheets in Deutschland und Europa unterwegs haben. Wir fokussieren uns jetzt viel weniger auf USA, einerseits aufgrund der Logistik, andererseits auch aufgrund der Bewertungen. Und wiederum ist das, glaube ich, jetzt auch ein Zeichen dafür, dass unsere Industrie in Deutschland einen weiteren Aufschwung erleben wird. Ein weiteres interessantes Thema zum Punkt Finanzierungstrend und Finanzierungsmodelle ist der Eingriff des Staates in die Biotech-Szene. Und da habe ich natürlich mit Viola eine sehr kompetente Diskussionsteilnehmerin. Viola, die KfW engagiert sich massivst zurzeit in der Biotechnologie mit dem Förderprogramm jetzt dieses Corona-Matching-Programms, das für viele Firmen, die 2020 Finanzierungsrunden in Deutschland machen, zur Verfügung steht. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du so siehst auf der Bio-Deutschland-Seite und welche potenziellen Lösungen dieses Matching-Programm gerade für die Firmen bringt, die nicht vor Januar 2020 ihre Finanzierungsrunden abschließen konnten? Ja, vielen Dank, Hubert. Ich würde vielleicht gerne noch mal auf das zurückkommen, was du gerade zuerst gesagt hast, dass sehr viel privates Geld jetzt in die Szene fließen wird, darf den Staat aber auch nicht aus der Verpflichtung entlassen, die Rahmenbedingungen für uns wirklich besser zu machen. Wir haben immer noch so viele Punkte, die geändert werden müssen, dass das nicht in Vergessenheit geraten sollte, weil wir jetzt gerade sehen, tatsächlich fließt sehr viel Geld im Moment in bestimmte Bereiche, was ich zunächst noch nennen würde, 1 Milliarde in die Impfstoffentwicklung, ne? 750 Millionen Fördergelder aus dem BMBF, noch zusätzliche Investitionen des Wirtschaftsministeriums. Andere Teile allerdings der Branche leiden schon darunter, dass die anderen Förderprogramme nicht richtig laufen oder eben die Rahmenbedingungen immer noch nicht richtig angepasst sind. Anstelle von den wenigen, der Handvoll Leuchttürme, die wir haben, hätten wir gerne 10 Handvoll. Ja? Wir hätten gerne 50 Leuchttürme, die jetzt zeigen können, was die deutsche Biotech wirklich leisten kann und sie hat es wahrlich verdient.
Tatsächlich gibt es jetzt neben diesen Projektförderprogrammen und einzelnen Investitionen staatlicher Seite gibt es jetzt diese Corona-Matching-Facility oder Fazilität, die ermöglichen soll, zum einen Fondsmanagern tatsächlich für ihre Fonds Gelder reinzuholen in die Entwicklung in dem Bereich Corona-Covid. Zum anderen gibt es da auch einen Start-up-Bereich, wo tatsächlich die Gründer auch selber Gelder akquirieren können für ihre gegenwärtigen Programme. Und das ist natürlich, habe ich jetzt auch schon gehört aus der Szene, es gibt einige, die sagen, das ist gut zu machen. Es sind natürlich keine großen Volumina. Mhm. In dem Fall kann man als Startup zum Beispiel 800.000 Euro bekommen. Mhm. Das reicht ein kleines Stück, wisst ihr selber. Aber es ist sicher ein wichtiger Baustein, um jetzt auch schnell die Forschung und Entwicklung weiter vorantreiben zu können und den Betrieb aufrechterhalten zu können. Und ist dein Gefühl, dass dieses Angebot sehr stark nachgefragt wird? Ist das sehr, sehr leicht zu bekommen? Oder ist das eher für die etablierteren Firmen? Ich kenne natürlich das nur aus der Sicht des VC-Gebers, wo die KfW letztlich einen VC braucht, der das dann mitträgt. Mhm. Sag ich mal, das ist wunderbar, wenn wir das mitmachen, mhm. aber das betrifft dann meistens Firmen, die eh schon eine sehr etablierte Investorenbasis haben. Ja. Und gerade die eben das noch nicht haben und eben noch keine große Runde bis März hingekriegt haben, leiden darunter. Ist das, was du auch auf der Bio-Deutschland-Seite siehst, oder? Sehe ich sicher, was diesen Teil angeht, die Säule 1, beziehungsweise bei der Säule 2 ist es so, dass ich von einigen Firmen gehört habe, dass es tatsächlich praktikabel und machbar ist, da Gelder abzurufen. Dass also die überwiegen ganz klar, die froh sind, dass es zumindest diese Option gibt. Okay. Und natürlich muss ich die Frage stellen, Viola, die KfW ist ja auch groß bei CureVac eingestiegen, wo du natürlich jetzt auch im Aufsichtsrat bist. Ist das eigentlich eine Dimension des Eingreifens des Staates in eine privatwirtschaftliche Firma mit dem entsprechenden Risiko, das dem Benefit oder dem Wert gerechtfertigt ist? Oder glaubst du, dass das vielleicht, und zusätzlich kann das ein weiteres Modell für weitere Firmen sein, um die KfW weiter dazu bringen, die Einhörner, wie man so schön nennt, in Deutschland zu behalten und weiterzutreiben? In dem Fall ist es so, dass tatsächlich industriestrategische Überlegungen dazu geführt haben, diese Investitionen zu machen und auch sehr agil zu reagieren und sehr schnell zu investieren. Was ein bisschen bemängelt wurde an verschiedenen Stellen, ist, dass die Transparenz nicht gleich hergestellt war über den Prozess, wie es dazu kam. Ich habe aber niemanden getroffen, der zum Beispiel gesagt hat, er findet es nicht richtig, dass es passiert ist. Einschließlich BioNTech, die auch gesagt haben, ja, voll gegönnt. Tatsächlich möchten natürlich die anderen auch sehen, dass die positive Haltung, die dahinter steht, der Biotech-Branche gegenüber, erstmalig zu zeigen, dass das systemrelevant ist, was wir machen und nicht irgendwie, was wir sonst immer hören. Ah, das ist doch zu früh, das ist doch nicht wirtschaftlich, ach, lass mal, das dauert noch. Dass wir jetzt zeigen können, ja, wir sind systemrelevant und das ist da ein wichtiges Signal in diese Richtung. Mhm. Und unter diesem Vorzeichen, denke ich, kann man das durchaus als vorbildlich ansehen. Holger? Ich würde ganz gerne eine Sache ergänzen. Ich glaube nicht, dass wir uns mit dem systemrelevant schmücken sollten. Wir sind eine der Zukunftstechnologien. Und ich glaube, die Aktion bei CureVac ist für mich jetzt aus meiner Sicht als langjähriger Investor so eine Art Feuerlöschaktion gewesen, die so ein bisschen übertüncht, dass die vergangenen Bundesregierungen eben, wie du schon sagtest, keine langfristige Strategie haben, wie sie Zukunftstechnologien, dazu gehört die Biotech, in Deutschland wettbewerbsfähig fördern können. Die Programme und die Vorschläge von euch, von allen Verbänden liegen seit 20 Jahren auf dem Tisch. Passiert ist letztendlich nichts oder nicht viel. Hauptsächlich wurde eben Public Money aktiviert und wir müssen weiterhin daran arbeiten, wie du sagtest und euer Verband auch klar macht, dass wir brauchen viel mehr privates Kapital. Und ich wünsche mir und ich hoffe mir, dass durch diese Covid-Krise das jetzt so in den Mittelpunkt rückt, dass wir wirklich Zukunftstechnologien unterstützen können. Und das sehe ich auch als einen riesengroßen Vorteil im Moment. Andreas, hast du da noch was dazu zu fügen? Oh ja. Bestimmt. Denn die Bayern Kapital ist einer derjenigen Stellen, die einen Teil dieser Säule 2 Gelder mitverwaltet. Genau. Also wir haben jetzt auch ein bisschen Erfahrung. Ich habe es nicht persönlich gemacht, aber einige Kollegen, die konnte ich kurz vorher noch mal befragen und die Meinung abholen. Und da ist es schon so, also es war Punkt 1, reger Zuspruch. Also die Programme würden auch nachgefragt. Das ist schon mal die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist, es geht dann auch relativ schnell, die Gelder zu bewilligen. Und die dritte Botschaft, wenn, Doppelpunkt,
zum Beispiel Anträge richtig ausgefüllt werden. Und das ist ganz interessant, dass wohl ein relativ hoher Anteil mit den Anträgen nicht zurechtkommt. Und dadurch entstehen Verzögerungen. Aber wir haben jetzt Fälle gehabt, also ich erinnere mich konkret an einen Lifestyle-Fall, Namen darf ich jetzt nicht sagen, aber einen Monat, bis das bewilligt das war ist und toll. Zwei Monate, bis das Geld auf dem Konto ist. Und das würde ich sagen, ist eigentlich ganz gut. Natürlich, Viola, vollkommen richtig, das ist beschränkt. Das ist sozusagen eine Nothilfe, mehr soll es nicht sein. Aber ich denke, das ist ein sinnvolles Programm und ich denke, wir werden es auch demnächst ausgeschöpft haben, weil da gibt es einen bestimmten Cap. Was man aber generell zur Branche sagen soll, und das würde ich auch noch gerne loswerden, ist schon, ich meine, gehen wir ein Jahr zurück, das ist das letzte volle Jahr, das wir analysieren können, ist 2019 und da sehen wir natürlich schon, ja, was ist zum Beispiel jetzt mit Finanzierungen? Wir sehen, the winner takes it all, das ist was wie im Internetbereich. Also einige wenige bekommen einen Großteil des Geldes, das sind immer die üblichen Verdächtigen. Das ist gut, das ist toll, da können wir uns drüber freuen. Endlich diese Leuchttürme, die wir mal haben wollten. Aber das reicht nicht. Wir dürfen uns also nicht ausruhen. Das ist die wichtige Botschaft, die wir mit nach Hause nehmen sollten. Sondern es ist nach wie vor so, mehr privates Kapital hebeln, das ist wichtig. Ich glaube, im Seed-Bereich sind wir gut aufgestellt mit staatlichen Mitteln, Fördermitteln. Ich glaube, auch die Forschung in Deutschland ist gut, aber die Translation, da fehlt es noch ein bisschen. Und ein Baustein, um die Translation zu befördern, ist sicherlich, das private Kapital zu akquirieren und zu aktivieren. Ja, und das sollte jetzt natürlich mit dem stärkeren Verfügbarsein von Kapital ein großes Thema für alle sein, nicht nur der Politik oder auch der Privatwirtschaft. Ich möchte die letzten paar Minuten unseres Panels noch dafür nutzen, ein bisschen nochmal die VC-Szene zu beleuchten, weil wir natürlich interessante neue Dynamiken sehen. Ich kann nur von TVM sprechen. Ich habe in diesem Jahr mehr Deals gesehen, neue Deals gesehen, als in allen meinen 19 Jahren bei TVM zuvor. Wir verbringen den ganzen Tag hinterm Fernseher und schauen uns über Teams oder Zoom neue Investitionsmöglichkeiten an. Ich habe hier gerade eine Frage aus dem Publikum von Peter Schmidt, wie viele Beteiligungsanfragen so ein VC denn im Monat hat. Und ich kann jetzt nur für TVM sprechen, wir haben im Schnitt 30 bis 40 pro Monat zurzeit. Das muss man sich vorstellen, 30 bis 40 pro Monat, das sind über das Jahr mindestens 500, 600 wieder mit den üblichen Zyklen. Das ist so gut wie nie zuvor, sage ich mal. Und es gibt natürlich auch ein paar Probleme dabei. Gerade jemand wie ich, der das schon jetzt auch länger macht, tut sich wahnsinnig schwer, neue Investments zu machen, ohne die Leute jemals physisch getroffen zu haben. Ja? Oder zum Beispiel ein Investment in Holland zu machen, wo ich gar nicht nach Holland fahren kann zurzeit, oder noch schlimmer in den USA. Ja? Holger, wie geht's dir denn? Geht es euch genauso? Zum Teil. Also wir waren tatsächlich zum Fundraising in der Covid-Zeit tatsächlich mitten im Fundraising für unseren Growth Fund und haben den in Juli geclosed. Also trotz Krise gab es kein eingeschränktes Interesse für einen neuen Fonds. Das Gleiche passiert uns jetzt bei der Investorenansprache für den nächsten Fonds, wo alles nur per Zoom oder per Teams oder Video stattfindet. Wir stehen, glaube ich, auch kurz davor, unser erstes Investment zu machen, was ausschließlich auf einer virtuellen Kenntnisnahme des Teams besteht. Da gibt es natürlich den einen oder anderen Vorteil, dass es vielleicht doch eine oder andere Beziehung eines Mitarbeiters oder Kollegen zu einem der Teammitglieder gibt, was die Sache erleichtert. Oder du kennst vielleicht einen Syndikatspartner im Land, in dem das Investment stattfindet. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil, wie wir alle wissen, heißt Beteiligungsmanagement nicht nur investieren, sondern die eigentliche Zeit beginnt ja, wenn das Geld investiert ist, das Arbeiten mit den Kollegen. Und da haben wir zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich uns alle dazu durchgerungen, mal wieder ein physikalisches Board-Meeting abzuhalten, weil es tatsächlich sehr wichtige Dinge zu besprechen gibt. Also ich glaube, wir werden in Zukunft, und wir sind uns alle einig, das wird noch ins Jahr 2021 weitergehen, wir müssen eine gute Mischung zwischen den virtuellen Zusammenkünften und hoffentlich einigen physikalischen Meetings finden, um dort weiterarbeiten zu können. Andreas, genauso bei euch? Ja, also bei uns ist es natürlich ein Stück leichter, denn wir investieren in Bayern. Und dadurch war es doch noch mal möglich. Dadurch kann man mit dem Auto rumfahren. Ne? Dadurch kann man noch einige Dinge reisetechnisch erledigen. Ja, vollkommen richtig. Aber auch wir haben uns dann darauf verlegt, natürlich irgendwie Methoden zu finden. Und das ist uns dann auch gelungen. Also einige Deals, die liefen dann
vorwiegend, so muss man es sagen, online über Zoom und GoToMeeting und Microsoft Teams und was weiß ich nicht alles. Also das geht dann auch. Aber natürlich, klar, so der unmittelbare physische Kontakt ist manchmal auch sehr wertvoll, um die Leute noch näher kennenzulernen. Es fehlt was. Ja, klar. Also das ist nicht die 100%-Lösung, aber es geht. Alles klar. Liebe Viola, jetzt schauen wir mal ans Ende der Pandemie. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr alle nochmal gemeinsam eine Diskussion, so wie heute, hoffentlich live, aber vielleicht auch wieder vom Fernseher, weil es wahrscheinlich die neue Methode sein wird, machen können und dann zurückblicken auf unsere heutige Diskussion. Wie wird das denn ausgehen für die deutsche Biotechnologie? Es wird so sein, dass tatsächlich einige deutsche Biotech-Unternehmen ihren Beitrag leisten können, die Pandemie wirksam einzudämmen. Uns wird aber auch klar sein, dass vor der Pandemie ist. Wir sind eine globale Welt. Das wird nicht das letzte Virus sein, was den Weg in die Welt, in die Kanäle findet und auch das nächste Mal vielleicht ein Bakterium sein. Wichtig ist, dass wir uns weiterhin gut aufstellen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Deutschland und Europa in der Lage sind, schnell zu reagieren auf die Herausforderungen, die kommen. Und im medizinischen Bereich sind das sicher ansteckende Infektionskrankheiten. Sehr gut. Andreas? Also, famous last words. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Im Grunde genommen, erstens, Forschungsförderung ist wichtig, um die Grundlagen zu schaffen. Das zweite wird sein, noch mehr privates Kapital zu aktivieren, wie ich es vorhin gesagt habe. Und das dritte ist eigentlich dann, dass ich, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, glaube, dass die Pandemie, wenn sie irgendetwas Gutes hatte, auch dazu diente, diese Awareness wirklich deutlich zu erhöhen und den Stellenwert der Biotechnologie als Zukunftstechnologie, als Schlüsseltechnologie wirklich nochmal zu festigen. Dankeschön. Holger? Also das Zweite kann ich nur bestätigen. Das sehen wir im aktuellen Fundraising bei uns und zwar interessanterweise auch von viel verstärkt von privatvermögenden Privatleuten, die jetzt eben tatsächlich in die Biotech-Industrie allokieren. Also ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich einen Weg finden, wenn das jetzt noch eine Weile so weitergeht, trotzdem gute Investments zu tätigen, trotz oder mit wegen Videoconferencing. Also dass wir uns schnell adaptieren. Ich glaube, wir sind auch alle dazu in der Lage. Ist natürlich ein bisschen schade, dass das natürlich auch noch einen Selektionsprozess mit sich bringt, weil man sich eben noch stärker fokussiert auf die möglichen Investments. Da werden einige wahrscheinlich hinten runterfallen. Man kann nicht mehr als so und so viele Team-Meetings pro Tag machen. Also man wird sich da, du wirst nicht mehr den Kaffeemaschinen-Gespräch auf der BioEurope haben, wo du noch jemanden kennenlernst. Es läuft alles sehr, sehr formal ab. Da geht einiges verloren und da wird es auch Verlierer geben auf beiden Seiten. Aber ich denke, im Großen und Ganzen blicke ich sehr optimistisch ins nächste Jahr. Vielen Dank. Ja, das bringt uns ans Ende unserer Finanzierungsdiskussion. Ich möchte mich sehr herzlich bei meinen Diskussionspartnern bedanken. Mit doch sehr weiten und inspirierenden Ansichten für die Zukunft unserer Industrie. Nehmen Sie mit, es gibt eine Riesenchance für die Biotechnologie in der Pandemie, nach der Pandemie und für uns alle eine Schlüsseltechnologie weiterzutreiben, wo wir so lange an dieser Industrie gearbeitet haben. Ich danke euch allen. Ich danke dem Team von Going Public und darf nun überleiten zu einem wunderbaren Film über Börsengänge der Biotech-Firmen. Der Tag der ersten Notiz an der Börse ist für Aktiengesellschaften ein historischer Tag. Technologieunternehmen wie hier die X-Fab im Jahr 2017 oder die jüngsten Emissionen von Biotech-Unternehmen, sie stehen bei Investoren derzeit hoch im Kurs. Die Börsenaspiranten nutzen die gute Stimmung der Anleger und sorgen so für einen regelrechten IPO-Boom. Ja, das Emissionsvolumen stieg im dritten Quartal auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Jetzt verzeichneten 445 Börsengänge mit einem Emissionsvolumen von 95 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg um 78% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und eine fast Verdopplung des Emissionsvolumens. Ja, im traditionell eher ruhigen dritten Quartal ist das eine besondere Entwicklung, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele ihre Börsenpläne aus dem ersten Halbjahr in das zweite Halbjahr verschoben haben und so im traditionellen schwachen dritten Quartal wir so eine tolle Performance am weltweiten IPO-Markt haben.
Das ganze Geschehen, die ganze Aktivität ist getrieben insbesondere durch Börsengänge in Asien, die 64% der weltweiten Emissionsaktivität ausmachten. Der Halbleiterhersteller X-FAB mit rund 4000 Mitarbeitern erscheint gegen das größte IPO im dritten Quartal schon klein. Der chinesische Chiphersteller Semiconductor Manufacturing International erlöste 7,5 Milliarden Dollar. Das IPO-Geschehen ist also getrieben durch Asien und durch Transaktionen in der Technologie- und Gesundheitsbranche. Die Branche gehört zu den besten Performern in den USA, wie generell Tech-Titel. Besonders erfreulich aus deutscher Sicht, dass man dort auch zwei deutsche Unternehmen findet, nämlich CureVac und BioNTech mit Börsengängen in den USA. Die Mainzer BioNTech ging vor rund einem Jahr an die Nasdaq und macht derzeit vor allem Schlagzeilen bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Der erste Kurs lag seinerzeit bei 16,50 Dollar, heute dagegen mehr als fünfmal höher. Die Marktkapitalisierung beträgt damit rund 20 Milliarden Dollar. BioNTech und CureVac haben sicherlich nicht nur Werbung in eigener Sache gemacht. Offenbar braucht man für große Bewertungen auch die große Bühne. Es ist nur fair, wenn deutsche Wirkstoffforscher nach amerikanischen Regeln spielen, um international auf Augenhöhe zu sein. Amerikaner werfen uns sehr häufig vor, das hört man immer wieder, Forschung top, Vermarktung flop bei uns. Nun, die Lektionen wurden zur Kenntnis genommen. Die große Bühne betrat der Pionier für mRNA-Technologie CureVac aus Tübingen im August fulminant, mit einem Sprung von 175% zum Ausgabepreis. Mitarbeiter und Investoren hatten bei diesem Kursfeuerwerk allen Grund zu applaudieren. Europa und Deutschland hinken den großen IPO-Märkten China und USA weiter hinterher. Deutsche Unternehmer schrecken vor einem Börsengang eher zurück. Die EQS Group AG ist ein internationaler Dienstleister für Unternehmen im Bereich Investor Relations und Corporate Compliance. Mit Standorten an allen bedeutenden Börsenhandelsplätzen hat EQS einen guten Überblick über die kulturellen Unterschiede zwischen deutschen Unternehmern und ihren Kollegen in den USA. Also ich war 2016, 2017 in New York, um dort unser Amerika-Geschäft aufzubauen und unser Office zu gründen. Und im Rahmen dessen war ich eingeladen zu einer Reception, zu einem Empfang bei der Nasdaq mit anderen Unternehmern. Und es war faszinierend zu sehen, dass in den USA letztendlich ein Unternehmer nur dann ein guter Unternehmer ist, wenn er es schafft, sein Unternehmen an die Börse zu führen. Und bei uns, denke ich, ist gerade das Gegenteil, wenn ich eingeladen auf einer Party abends irgendwo erzähle, dass wir börsennotiert sind, dann kriege ich sehr viel Mitleid. Und die Partygäste, andere Unternehmer fragen mich, warum ich mir das antue und warum ich mich den ganzen Tag freiwillig mit Investoren rumschlage. Die erfolgreiche Unternehmensentwicklung von BioNTech vom Startup zum Börsenstar kann deutschen Unternehmern ein Vorbild sein. Als Finanzierungsform für Investitionen in das künftige Wachstum ist eine Börsennotierung von großer Bedeutung. Sollte die Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus gelingen, so ist zudem mit noch weitaus höheren Bewertungen zu rechnen als jetzt. Wir reden jetzt schon von Multimilliardenbewertungen. Das ist sehr ungewöhnlich für deutsche Biotechnologieunternehmen. Es ist zugleich erfreulich als auch eine Bürde. Erfreulich ist es natürlich, weil die Unternehmen vorteilhaft über Kapitalerhöhungen frisches Geld jederzeit aufnehmen können. Das ist ja auch Sinn und Zweck einer Börsennotierung, zumindest einer davon. Auf der anderen Seite eine Bürde, da dieser Sektor natürlich bei Anlegern auch regelmäßig für Enttäuschungen sorgt, wenn sich nämlich die Forschungs- oder Vermarktungserfolge nicht einstellen oder auch beides. Die Bewertungen für Geschäftsmodelle im Bereich Healthcare und Software as a Service sind derzeit höher als für andere Sektoren. Ein Grund dafür die Corona-Pandemie als Beschleuniger für Gesundheitsbewusstsein und Digitalisierung. Andererseits zeigen sich auch erhebliche Bewertungsunterschiede zwischen Europa und USA. Ja, die sehr hohen Unterschiede in der Bewertung machen meines Erachtens
schon Sinn, wenn man sich anschaut, wie intensiv sich spezialisierte amerikanische Investoren mit den Branchen auseinandersetzen, in die sie investieren. Biotech ist ein Beispiel, jetzt bei uns, Software as a Service, ist es ähnlich. Wir finden in Amerika Investoren, die sich nur mit Software as a Service beschäftigen, den ganzen Tag hoch und runter, die sich mit dem Markt teilweise besser auskennen als wir, die Marktentwicklungen genauestens beobachten. Und aus dem Grund würde ich sagen, sind die Risikoabschläge natürlich deutlich geringer und dadurch die Bewertungsmultiples deutlich höher. Höhere Multiples in den USA. Das bedeutet auch, dass die europäischen Börsen weiter um Neuemissionen kämpfen müssen. Im vierten Quartal hält Martin Steinbach aufgrund der hohen Liquidität eine Jahresendrallye durchaus für möglich, weist aber auch auf Belastungsfaktoren hin. Natürlich sind auch Unsicherheiten am Horizont, wie die Entwicklung der Infektionsraten und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft, die US-Wahlen, die anstehenden und natürlich der Ausgang der Brexit-Verhandlungen. All das sind Faktoren, auf die sich Unternehmen, die in Q4 an die Börse gehen wollen, beachten müssen. Das bedeutet natürlich einen Plan B, einen Finanzierungsplan B in der Tasche zu haben, aber auch vielleicht andere alternative Wege an die Börse in Erwägung zu ziehen und zu prüfen, wie zum Beispiel der Zusammenschluss mit einem SPAC, einem sogenannten Special Purpose Acquisition Corporation, oder das Direct Listing. Mit etwas Flexibilität wird also auch künftig rund um den Globus die Börsenglocke läuten. Wenn man das Bimmeln nicht vergisst. Guten Tag. Sebastian Grabert ist mit uns heute und wird uns weiterhin zeigen, wie das Bimmeln funktioniert. Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde Börsengang und an der Börse sein in Zeiten von Corona. Ich darf sehr herzlich begrüßen bei mir im Studio Sebastian Grabert, der sich Zeit genommen hat, vor allem mit dem Fokus Euronext mit uns zu sprechen. Martin Groß, der mehr von der M&A und Finanzierungsseite kommen wird. Und am Video ist Enno Spillner, Chief Financial Officer von Evotec, der sicher auch ein turbulentes Jahr hinter sich hat, wenn man sich die jüngsten Pressemitteilungen der Evotec vor Augen führt. Schönen guten Tag, Enno, nach Hamburg. Hallo in den Süden. So, darf ich kurz mein Panel bitten, sich vorzustellen, bevor wir in das Thema einsteigen. Ich werde dann ein paar Thesen zu dieser Diskussionsrunde vorausstellen und dann hoffe ich auch auf eine sehr lebendige Diskussion. Wir haben auch die Chance natürlich, dass die Zuschauer sich wieder per Fragen an uns wenden können und freue mich auf die Diskussion. Sebastian. Ja, vielen Dank für die Intro. Mein Name ist Sebastian Grabert. Ich bin der Deutschlandrepräsentant der Euronext. Die Euronext ist die größte Aktienbörse Europas mit einem Marktanteil von 70%. Wir werden fortlaufend immer größer. Wir haben in den letzten 3 Jahren 3 Akquisitionen getätigt. Und unser Steckenpferd ist Life Science, in dem wir 111 Unternehmen gelistet haben bei uns, sowohl aus dem Biotech als auch aus dem MedTech-Bereich. Markus? Markus Groß, ich bin Partner bei der FAS, unser berufliches Steckenpferd und unser Schwerpunkt ist die Betreuung von Börsengängen. Wir sind eben in allen Themen aktiv, die den Finance-Bereich betreffen. Das heißt eben die Umstellung der Rechnungslegung beispielsweise, die Einführung von IT-Systemen, haben die letzten Jahre auch wirklich sehr, sehr viele Börsengänge, insbesondere auch Richtung Nasdaq, USA begleitet. Aber auch hier waren bei vielen der spannenden Transaktionen im Biotech-Bereich, die heute schon auch angesprochen worden sind, entsprechend auch als Berater dabei. Und ich freue mich natürlich auch auf eine spannende Diskussionsrunde. Wunderbar, vielen Dank. Enno, eine kurze Vorstellung bitte. Biotech SE in Hamburg, damit für alle Finanz- und Administrationsthemen zuständig. Evotec, für die, wenn man nicht kennen, ist spezialisiert auf den Frühteil oder die Frühphase der Wertschöpfungskette, nämlich die Identifizierung, Entwicklung neuer Therapeutika. Und wir machen das einerseits für unsere Partner, für unsere Kunden als Dienstleistung, aber auch eine eigene Pipeline über 100 Wirkstoffkandidaten entwickeln. Das heißt, wir sind ein Hybrid, Dienstleister und nach wie Biotech. Wir sind gelistet an der Börse in Frankfurt im Prime-Segment und sind im Tech-DAX einerseits, aber seit Herbst vorletzten
das auch im MDAX und haben für deutsche Biotech-Verhältnisse eine relativ hohe Liquidität, was täglich Umsatzvolumen im Aktienkurs anbetrifft. Dankeschön, Enno. Ich möchte ein paar einführende Bemerkungen abgeben, um diese Diskussion in eine zeitgemäße Richtung zu bringen. Wir haben natürlich ein extrem schwieriges Jahr auf der makroökonomischen Seite noch nicht ganz hinter uns, aber fast hinter uns gebracht, wo wir ein sehr starkes Auf und Ab gesehen haben. Andererseits sahen wir am Börsenmarkt für die Biotechnologie, ich glaube, eines der besten Jahre der Geschichte. Wenn Sie sich Nasdaq anschauen, über Euronext wird der Sebastian Grabner im Detail noch sprechen, hatten wir im März, April 2, 3 Börsengänge. Das hat sich sehr, sehr schnell gedreht. Es gab dann ab Mai, Juni, Juli Rekordanzahl von Börsengängen, die nicht nur extrem hohe Bewertungen erreicht haben, sondern auch sehr viel Kapital eingenommen haben. Und der Trend scheint weiter nach vorne zu gehen. Es, wie auch ein Redner im Film gesagt hat, es handelt sich, glaube ich, jetzt um eine Phase in unserer Industrieentwicklung, wo Firmen sehr viel Substanz mitbringen, wenn sie an die Börse kommen. Das sind ausgewachsene Unternehmen, die nicht mehr digital morgen entweder erfolgreich sind oder untergehen können. Und dieser Trend kann, vielleicht auch wird sich nicht in dieser Weise fortsetzen, darüber werden wir spekulieren, nach den US-Wahlen, nach dem Brexit. Aber natürlich in Zeiten, wo es keine Zinsen mehr auf der Bank gibt, in Zeiten, wo es sehr, sehr schwer ist, woanders Geld anzulegen, hat unsere Industrie auf der Börsenseite eine große neue Renaissance gefunden. Sebastian, ist das auch so für Euronext? Ja, ich kann diesen Trend auf jeden Fall nur unterstreichen. Auch bei uns haben wir in unserem sogenannten Next Biotech Index eine Performance im ersten Halbjahr 2020 in Höhe von 70% gehabt, was sicherlich außergewöhnlich ist. Die Biotech-Unternehmen, die bei uns gelistet sind, haben eine Market Cap mittlerweile in Höhe von 37 Milliarden. Auch die Follow-on-Transaktion, das heißt die Kapitalerhöhung, nachdem man einmal gelistet ist, haben einen Rekord erreicht in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Und das Interessante ist, und das widerspiegelt im Endeffekt das wieder, was du gerade gesagt hast, die meisten Transaktionen haben im April und Mai stattgefunden, das heißt im Peak der ersten Welle von Corona. Was sagt der M&A oder der Börsenberater? Habt ihr noch Zeit für irgendwas anderes oder macht ihr nur noch Börsengänge? Genau, wie du schon gesagt hast, das hat uns natürlich dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark beschäftigt. Und wie Sebastian ja auch schon ausgeführt hatte, gerade in Corona dann auch wirklich mit neuen Projektsituationen, also wirklich alles im digitalen Bereich letztendlich. Das war natürlich für uns auch eine Umstellung, die aber auch erstaunlich gut funktioniert hat. Wir können den Trend aus unserer Sicht entsprechend auch bestätigen in der Form wirklich, dass die Märkte entsprechend eine hohe Volatilität hatten dieses Jahr, dass sich letztendlich aber alle Indizes seit dem März her wirklich sehr, sehr gut entwickelt haben, dass es sehr, sehr viele Nachfinanzierungen von Unternehmen schon gab, die entsprechend an der Börse waren, also wirklich sehr, sehr viel Aktivität und wirklich viele, viele IPOs und die generelle Erholung, die eben wirklich für den Markt im Q3 eingesetzt hat, das können wir absolut bestätigen, dass das eben im Biotech-Bereich schon früher angefangen hat, wirklich mit vielen und wie du es ja ausgeführt hattest, einer Rekordtransaktionsanzahl dann eben auch von Mai bis Juli und entsprechend für uns dann mit einer natürlich sehr, sehr hohen Aktivität dann auch verbunden. Markus, will denn jetzt jeder an die Börse gehen? Wo hört der IPO-Berater auf, Mandate anzunehmen? Was ist momentan so ein bisschen... Also der Filter. Also der Filter oder der Trend aus unserer Sicht, wenn du sagst, will jeder an die Börse gehen, aber was wir schon sehen, was wir insbesondere im Biotech-Bereich sehen, ist zumindest, dass sich ganz viele Unternehmen darauf vorbereiten, dass man wirklich ready ist, dieses Fenster dann annehmen zu können zu einem späteren Zeitpunkt. Also das wirklich als ganz wichtiger Punkt, weil die Börsengangs
arbeiten, dann auch einen gewissen Vorlaufzeit haben. Das sind ja oftmals Projekte, die ja mindestens ein halbes Jahr dann wirklich vor dem tatsächlichen Listing starten müssen, um die ganzen organisatorischen Themen wie die Umstellung der Rechnungslegung, die entsprechenden IT-Thematiken, beispielsweise in Richtung USA eben auch nochmal die Thematik in Richtung SOX anzustoßen. Und das, was wir wirklich als Trend sehen, ist, dass zwar nicht jeder über einen Börsengang nachdenkt, aber für uns wirklich das Entscheidende ist und was wir als Momentum sehen, dass sich in der Biotech-Branche natürlich getrieben durch jetzt Leuchttürme wie BioNTech oder CureVac letztendlich sehr, sehr viele Unternehmen dafür wappnen und rüsten, um dann jetzt noch in den letzten Monaten oder im nächsten Jahr ein geeignetes Fenster auch nutzen zu können. Ja. Eine ähnliche Frage an Enno Spillner. Enno, seht ihr auch ein größeres Interesse an der Evotech von Seiten der Anleger? Und Marietta stellt gerade eine Frage hier an mich über das iPad. Wie ist eure Erfahrung mit Privatanlegern? Seht ihr mehr Aktivität in der Shareholder-Struktur der Evotech? Was kann man dafür tun? Und die dritte Frage letztlich ist, ihr seid ja schon an einigen Indizes gelistet, wie du uns beschrieben hast, sollte es ein eigenes Marktsegment für die Biotechnologie geben? Sicher auch eine Frage nochmal an Sebastian hinterher, weil wir, glaube ich, jetzt in einer Industrie unterwegs sind, die ein riesiges Potenzial hat, was man vielleicht auch so besser an der Börse nutzen könnte. Also Frage nochmal an dich, Enno. Private Anleger, wie kommt man als Unternehmen schneller an private Anleger? Ist das ein Segen oder nicht? Seht ihr jetzt mehr in der Pandemie und die Marktsegmentierung für die Biotechnologie? Ja, also wir sehen ganz klar ein gesteigertes Interesse, dass viel mehr Menschen sich derzeit intensiv und eben auch Privatpersonen intensiv mit dem Bereich Life Science und Biotech insbesondere auseinandersetzen. Evotech hat zum Glück seit jeher großen Wert darauf gelegt, neben institutionellen Investoren auch eine große Anlegerschaft aus dem privaten Bereich im Aktionärsumfeld zu haben. Das ist auch mal ganz gut gelungen, aber wir haben deutlich mehr Ansprache aus diesem Bereich. Das spüren wir. Und was wir aber auch sehen, ist, dass sehr viel mehr generalistische Investoren, also institutionelle Player, im Moment in den Bereich Biotech reinkommen, die bis dato in der Vergangenheit nicht präsent waren. Und das ist so eine spannende Frage aus unserer Sicht, weil viele kommen hier auch aus Industrien, die im Moment nicht so gut laufen, die aber hohe Liquiditätsstände haben. Und hier ist die Frage für diese Gruppe, wie nachhaltig ist eigentlich deren Verbleiben in der Biotech-Branche, wenn die anderen Branchen irgendwann mal wieder krisenbereinigt sind und entsprechend wieder anziehen. Das vielleicht nur als kleine Nebenanmerkung. Ansonsten, was die Biotech, ein Biotech-Segment anbetrifft, natürlich macht das grundsätzlich Sinn, einfach auch um Transparenz und auch Awareness zu schaffen hier. Man muss aber natürlich sicherstellen, dass wir die ausreichend kritische Masse auch haben an Kandidaten und auch an Volumen und vor allem an liquiden Titeln, die hier entsprechend in so einem Index unterwegs sind. Und da muss man sich überlegen, ob das zum Beispiel eine deutsche Börse alleine leisten kann oder ob sowas nicht zum Beispiel ein übergreifender Index für Europa sein könnte, jetzt mal etwas kreativ gesprochen. Denn am Ende des Tages haben wir natürlich eine sehr, sehr starke Fragmentierung in Europa, die es auch für den Anleger, gerade für den Privatanleger, sehr viel schwieriger macht, sich zu orientieren zwischen den einzelnen Börsenhandelsplätzen und den einzelnen Indizes, die gegebenenfalls an der einzelnen Börse gehandelt werden. Wenn man das vereinheitlichen könnte, wäre das, glaube ich, gerade für Privatanleger ein echter Schritt nach vorne. Sebastian, Stichwort für dich. Ich glaube, es sind sogar zwei Stichworte. Oder sogar zwei, genau. Ich glaube, das erste Stichwort ist die Retail-Investoren, inwieweit die man vielleicht anziehen kann. Was wir in Benelux, aber auch in Frankreich sehen, in allen drei Ländern sind wir vertreten, in einer eigenen Präsenzbörse, dass wir durchschnittliche Subscription Rates in den IPOs von über 300% sehen und Allokationsraten von 18%. Das bedeutet, dass das Interesse seitens der Retail-Investoren sehr, sehr groß ist, in die Biotech- und Medtech-Unternehmen, die bei uns zum IPO einstehen, auch investieren zu wollen und dementsprechend auch Gewinne, aber auch Verluste akzeptieren, einfach um Exposure aufzubauen in dieser Asset-Klasse Life Science Biotech. Die zweite Frage mit dem Index, da habe ich Gott sei Dank auch eine Antwort parat. Habe ich mir gedacht, ja. Es gibt den Next Biotech Index auf der Euronext. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, er hat 70% zugelegt im ersten Halbjahr. Er umfasst alle Biotech-Unternehmen, die auf der Euronext gelistet sind. Es sind 68 insgesamt.
Ich glaube, Enno, die kritische Masse haben wir damit erreicht. Nicht alle sind so gut bewertet wie die vorher schon angesprochene BioNTech und CureVac. Das sind sicherlich sehr schöne, gute Ausnahmen. Aber wir stehen halt für eine Börse ein, die auch Kleinstunternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen. Und auch diese Unternehmen werden im Index nach ihrer Market Cap entsprechend aufgenommen. Kommen wir zum nächsten Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist natürlich der Weg an die Börse vieler deutscher Unternehmen nach USA. Jetzt sehen wir eigentlich eine Riesenrenaissance der Biotechnologie in Europa. Wir sehen sehr viel Kapital, wie du auch gesagt hast, an den europäischen Börsen. Aber trotzdem geht fast jeder zweite Börsengang einer sehr vielversprechenden Technologie oder vielversprechenden Firma an der Nasdaq an die Börse. Und natürlich das beste Beispiel sind BioNTech und CureVac, die jetzt natürlich zum Börsenstars dort geworden sind. Markus, könnt ihr nicht irgendwann mal was anders machen, als nur nach USA zu gehen? Warum wollen denn alle dahin? Also was wir sehen oder was für uns wirklich der wesentliche Punkt nach wie vor für die USA sind die Einschätzung der Unternehmen, dass dort entsprechend natürlich nochmal ein, ja, nochmal für sie stärkeres Investorenumfeld, eine stärkere Neigung entsprechend investiert, eben auch wirklich in diese durchaus riskanten Investitionen zu gehen, man sich einfach höhere Bewertungen davon verspricht. Wie Sebastian ja letztendlich schon ausgeführt hatte, muss das ja gar nicht immer wirklich der zwingende Fall sein. Das muss ja nicht hundertprozentig immer der Realität entsprechen. Aber das ist das, was wir als Berater eben noch immer als den Hauptpunkt sehen, wirklich aus Investorensicht letztendlich sich eine höhere Bewertung natürlich durch einen US-Börsengang zu versprechen. Das Ganze hat ja, ich sag mal dann, wenn man es von der regularischen Seite sieht, hat's ja auch ein paar Punkte in jedem Fall, die etwas aufwendiger sind gegenüber einem Börsengang eben in Europa, in Deutschland, sei nur beispielsweise genannt, eben das Thema der SOX-Implementierung, eben wirklich der sehr, sehr strikten SEC-Aufsicht. Also das Ganze ist durchaus, oder so sehen wir es auch, wenn wir es als Berater wirklich aus einer ganzheitlichen Perspektive sehen, ist das wirklich ein Thema, das gemischt ist, dass das Vor- und Nachteile für die Unternehmen birgt. Aber das sehen wir aktuell wirklich eben noch als den durchaus aus den Hauptpunkt, wirklich die Erwartung der Unternehmen, dadurch höhere Bewertung dann auch letztendlich erzielen zu können. Sebastian, was machen wir dagegen? Ich kann mich da sicherlich teilweise anschließen. Im Großen und Ganzen ist das sicherlich so. Es ist schwer, gegen eine Größe im Kapitalmarkt in den USA anfechten zu können. Ich glaube, die einzige Art und Weise, wie wir in Europa eine Möglichkeit haben, hier ein Pendant aufzubauen, ist es, eine einheitliche Kapitalmarktunion aufzubauen peu à peu. Und wie wir alle wissen, aus verschiedenen Lebensbereichen ist es nicht so einfach, europäische Gedankengüter zu einer Einheit zusammenzubringen. Es dauert Zeit. Es müssen mehrere, in unserem Fall, Akquisitionen durchgeführt werden, Zusammenschlüsse durchgeführt werden. Es muss das föderale Modell gelebt werden. Das heißt, es ist ein sehr, sehr langer Weg, der sich wahrscheinlich noch Jahre hinzieht, um hier eine wirkliche Einheit aufzubauen, die kritische Masse im Vergleich zu einem der US-Börsen, wir reden immer nur von der Nasdaq, es gibt ja noch die NYSE, dementsprechend aufzubauen. Ich denke, worauf wir aufpassen müssten in der Diskussion, ist, dass wir, und das gilt jetzt vor allem sicherlich für Deutschland und vielleicht auch für den Finanzplatz Frankfurt, aufpassen müssen, dass wir es nicht verlernen, eine Life Science Unternehmung, ein Biotech Unternehmen an die Börse zu bringen. Wenn ich mir anschaue, wie viele Equity Research Analysten in Frankfurt Werte aus diesem Bereich covern, dann ist das wahrscheinlich zu klein, um von irgendwie einer kritischen Größe sprechen zu können. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, wir müssen gucken, dass wir strategisch und politisch einen Weg finden, in dem wir die Größe und die Anzahl der Dealflows und das Volumen der Dealflows hoch genug halten, um hier dementsprechend auch die Banker anziehen zu können, dass sie in Talente investieren, die jeweiligen Assets, die an den Markt kommen, auch bewerten können und fortlaufend begleiten können. Und das ist genau die Aufgabe, die wir versuchen zu erledigen für Europa. Wir müssen daran weiterarbeiten, das ist sicher eine große Aufgabe. Ich würde gerne mal den Enno Spillner fragen zu den Thesen, die Vorredner aufgestellt haben. Sind denn die europäischen börsennotierten Firmen wirklich deutlich niedriger bewertet? Wäre denn die Evotec deutlich höher bewertet als die 3 Milliarden plus minus, wenn ihr jetzt an Nasdaq gelistet wärt? Und glaubst du, dass die gesamten amerikanischen Unternehmen, was natürlich ein Schluss wäre, signifikant überbewertet sind an der Börse?
Was glaubst du denn da? Also das ist natürlich absolut, vielen Dank für die schöne Frage. Das ist natürlich absolut spekulativ, zu sagen, wir werden definitiv höher bewertet, wenn wir jetzt an der Nasdaq oder an der NYSE wären. Aber was wir ganz klar sehen, einfach wenn man sich die Statistiken anschaut, auch von den IPOs aus den letzten Jahren, dass zum Beispiel interessant zu beobachten ist, dass Firmen, die schon gelistet waren in Europa und dann ein Dual-Listing für die USA angekündigt haben, im Schnitt schon durch die Ankündigung der Kurs irgendwo 10-15-20% teilweise angezogen hat. Also alleine nur mit der Absichtserklärung zu sagen, wir wollen Richtung USA uns orientieren. Und das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr interessantes Kriterium. Ansonsten kann ich nur das im Grunde unterstützen, was gerade schon gesagt wurde. Es ist einfach die Expertise, die wir in den USA in einer ganz anderen Vielzahl und in einem ganz anderen Tiefgang vorfinden, was institutionelle Investoren anbetrifft. Und daraus resultiert eben auch eine ganz andere Risikobereitschaft und eine Awareness. Oft, wenn man hier auf einer Roadshow ist, wird man gefragt, ja, was sind denn eure Hauptwettbewerber? In den USA muss man das in der Regel keinem erzählen, weil der Kollege ohnehin mir gerade sagt, wer meine Wettbewerber sind und sagt, der eine war gerade vorher im Meeting, war der CEO auch hier zu Besuch und nachher kommt der CFO von einer anderen Firma. Also es gibt hier eine ganz andere Interaktion, es gibt ja auch eine ganz andere Vernetzung, die dann eben in einem anderen Momentum auch, was die Investorenbereitschaft gründet. So gesehen, ja, im Schnitt kann man schon behaupten, dass die Bewertungen in den USA höher liegen, auch unabhängig davon, welche Börse man drüben sozusagen analysiert. Aber es ist natürlich spekulativ, das jetzt für das einzelne Unternehmen oder auch für eine Evotec konkret auszusprechen. Ich glaube aber, wichtig ist, und das ist auch ein Anliegen von uns, dass man auch seinem Heimatmarkt, wo man eigentlich ursprünglich seine Wurzeln hat und wo man ursprünglich herkommt, auch ein Stück weit treu und verpflichtet bleibt. Und wir haben hier sehr, sehr gute Aktionäre. Wir haben vor allem sehr, sehr langfristige Aktionäre, die uns seit vielen, vielen Jahren begleiten, in guten Zeiten und auch in schlechten Zeiten. Und diese Homebase sollte man auch nicht vernachlässigen und sollte man auch nicht jetzt einfach über Bord werfen, weil in den USA alles schöner ist. Denn auch ein US-Listing kauft man sich teuer ein, was die Administration anbetrifft, was die Verwaltung anbetrifft. Sarbanes-Oxley, aber auch Themen wie D&O Insurance und Ähnliches spielen da eine große Rolle. So gesehen muss man die Entscheidung sehr genau abwägen. Ich habe hier eine Frage von Jürgen Wiese über SciPath. Vielleicht ist der Sebastian der am besten geeignete dafür. Der sagt, spielen kostenlose Tracking-Plattformen eine Rolle für Bewertungen? Ja oder nein? Ich würde jetzt direkt sagen, eher nicht, dass sie die Bewertung in irgendeine Richtung drängen können. Natürlich, wenn das Volumen gezielt quasi auf eine Aktie gerichtet ist, sei es im Sell- oder im Buy-Modus, dann hat es durchaus Auswirkungen. Aber derzeit würde ich nicht sagen, dass es eine signifikante Auswirkung hat. Ein anderes Thema, was man beobachtet in diesem Jahr, ist, ich habe das auch im Private Financing Panel vorher schon angebracht, ist, dass man eigentlich weniger M&A sieht der Pharmaindustrie, gerade bei börsennotierten Firmen in 2020. Markus, ist das eine Überraschung? Was steckt dahinter? Also das, wie du sagst, ist ein Stück weit oder ist auch unsere Wahrnehmung ein Stück weit eine Überraschung oder in der Form letztendlich nochmal ein Rückgang der M&A-Aktivitäten in der Biopharma-Branche trotz eben wirklich einem massiven Anstieg der Public Fundings, der IPOs, der Börsengänge letztendlich. Aus unserer Sicht, ob es wirklich ein Widerspruch sein muss, der globale IPO-Markt hat sich letztendlich durch die Pandemie vor allem im Bereich der Biotech sehr, sehr stark beschleunigt, sodass wirklich viele, viele Einheiten eben mit diesen Themen schwerpunktmäßig beschäftigt waren und ich sag mal die Akquisition, Add-on-Akquisitionen dann eben in diesem Zusammenhang ja ein klein bisschen auf der Strecke geblieben sind, sich ein klein bisschen reduziert haben. Aus meiner Sicht ist es nicht zwingend ein Widerspruch. Ich meine, klar, durch die ganze, ich sag mal, durch diese Sonderkonjunktur dann eben ja auch nochmal das Thema durch gestiegene Bewertungen dann auch wirklich für die Biotechs wurden dann die M&A-Aktivitäten aus unserer Wahrnehmung auch so ein kleines Stückchen dann auch nochmal natürlich eingebremst, weil das auch nochmal manchen Käufer entsprechend abgeschreckt hat, hier tätig zu werden. Und insofern aus unserer Wahrnehmung raus wirklich dieses Jahr ein Jahr, das im Fokus der Börsengänge, der Aktivitäten in der Richtung letztendlich stand
und weniger im Bereich M&A. Und das kann aber ja definitiv im nächsten Jahr wieder kommen. Frage an Enno Spillner. Enno, ist das die Erklärung, warum sich auch Evotec in den letzten 12 Monaten relativ stark zurückgehalten hat, Firmen zu kaufen? Tatsächlich haben wir dieses Jahr bisher nur eine kleine Transaktion gehabt, indem wir von Takeda ein Team im Bereich Gene Therapy übernommen haben in Österreich. Aber tatsächlich ist es andererseits so, wir machen ja nicht M&A, weil wir einfach M&A machen wollen, sondern weil wir entsprechenden Targets brauchen, die auch gut zu unserer Strategie und zu unserer Planung passen und die auch am Ende des Tages realisierbar sein müssen, beziehungsweise auch bezahlbar sein müssen. Und da hat sich einfach bis dato in diesem Jahr kein konkreter Fall ergeben, den man auch tatsächlich bis zur Ausführung bringen kann. Nichtsdestotrotz halten wir die Tür in dem Bereich weiter offen, um neben unserem organischen Wachstum auch strategisch weiter wachsen zu können. Also es gibt keine bewusste Entscheidung, dieses Jahr zu sagen, wir machen weniger M&A oder kein M&A. Ich glaube, aber ein wichtiger anderer Aspekt aus meiner Sicht, und deswegen finde ich es eigentlich nicht so überraschend, dass es dieses Jahr weniger M&As gibt, ist, dass gerade durch Covid ganz viele Firmen in ihren Businessmodells sich sehr stark verändert haben. Die einen, weil sie Covid zusätzlich on top als Chance haben, oder sie auch, sich auch, und das hat die Viola vorhin ja auch im Grunde angesprochen, sich teilweise auch neu ausrichten, um dieses Thema zu adressieren. Das verändert aber teilweise das komplette wirtschaftliche Potenzial einer Firma und damit auch die Diskussion, was ist die Firma eigentlich wert, wenn ich sie übernehmen will? Ja, was erwarte ich mir da? Wie sind hier die Eintrittswahrscheinlichkeiten im Verhältnis zum alten Modell? Und andere Firmen sind einfach im Distressed-Modus und müssen sich erst neu sortieren. Und auch hier stellt sich die Diskussion, ist das alte Geschäftsmodell eigentlich noch werthaltig? Was bedeutet das für die mit- und langfristige Planung? Und wie übersetzt sich das in eine Finanzierung? Also wir wissen jetzt nicht bei Evotec, aber von anderen Cases, wo Deals einfach dadurch zum Stillstand gekommen sind, weil man im Moment sich überhaupt nicht über die Bewertung zum Beispiel im Klaren ist. Sebastian, siehst du das auch so für die Euronext gelisteten Biotech-Firmen, dass das ein gewisses Handicap ist, dieses Jahr größere Transaktionen durchzuführen? Ja, definitiv. Und ich würde mich da bezüglich der Argumentation eigentlich genau dem anschließen, was Enno gerade gesagt hat. In Zeiten von einer Krise wie Covid-19 ist es natürlich sehr schwer, die Transaktionssicherheit darzustellen im M&A-Prozess. Hingegen, wenn natürlich der ganze Sektor von so einem starken Beta-Effekt profitieren kann und selber Geld aufnehmen kann und selber sich weiterentwickeln kann, dann ist es sicherlich vorteilhafter, eigenes Geld aufzunehmen, eventuell unabhängig zu bleiben und sich weiter zu entwickeln, anstatt dann doch die M&A-Transaktion weiterlaufen zu lassen. Ja, ich glaube, es kommt jetzt noch eine Zuschauerfrage rein, oder? Habt ihr was? Bevor ich in die Schlussphase gehe. Wenn es noch länger dauert, machen wir einfach weiter. Oder ist es jetzt angekommen? Ja, genau. Der Herr Huber fragt, wo kann ich mich denn am besten über künftige Börsengänge informieren, damit ich auch eventuell als privater Investor schnell zuschlagen kann? Markus. Ja, Sie können sich über zukünftige Börsengänge, ich sag mal, da ist natürlich, sind die öffentlichen Informationsquellen so ein klein bisschen eingeschränkt, muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich die Projekte immer einer gewissen Geheimhaltung unterliegen, typischerweise dann wirklich erst im Zeitraum von 3 bis 4 Monaten letztendlich dann auch preisgegeben werden, dass die entsprechende Intention dann auch durch die Unternehmen besteht. Ich sag mal, man kann sich natürlich informieren durch die ganz gängigen Mittel der Tageszeitung, natürlich alle Online-Plattformen, die einzelnen Märkte verfolgen, beispielsweise eben, was auch immer wirklich ein guter Indikator ist, ist zum Beispiel die Going Public Watchlist, wenn man sich als Privatanleger natürlich da auch informieren möchte. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Medium, das wir nutzen. Und insofern gibt es alle die Wege. Die Einschränkung ist einfach die letztendlich, dass natürlich alle Börsengänge wirklich bis zu einem relativ späten Zeitpunkt wirklich vor Durchführung typischerweise auch geheim gehalten werden als Projekt, weil das ja oftmals für die Unternehmen dann auch eine fundamentale Änderung in der Struktur mit sich bringt und insofern da die Ankündigungsfristen durchaus vom Vorlauf zwischen der Ankündigung wirklich öffentlich und dem IPO relativ kurz sind. Vielen Dank. Ja, ich möchte in der Schlussrunde natürlich auch die Frage stellen, was passiert denn nach der Pandemie? Geht es so weiter?
werden die Börsengänge weiter an Zahl und Größe zunehmen, wird weiter mehr Geld eingesammelt als bisher. Ich werde jeden Panelisten noch mal fragen, wieso der Blick in die Kristallkugel ist. Aber in Zeiten natürlich, wo keine Zinsen an der Bank zu verdienen sind, in Zeiten, wo unsere Industrie signifikant besser dasteht als andere, glaube ich, kann man ein gewisses Quäntchen Optimismus oder vielleicht sogar einen großen Optimismus zeigen. Aber ich würde gerne hören, wie der Enno das sieht. Enno, wie geht die Reise weiter? Ja, also wir sind sehr optimistisch, weil, was du gerade schon gesagt hast, die Pandemie Covid-19 wird hoffentlich absehbar zu Ende sein. Aber was wir sehen, ist, dass die Kapitalmärkte im Moment voll präsent sind nach wie vor. Und auch der Faktor, dass viel Liquidität im Markt ist, war ja auch vorher schon gegeben. Und mit den mittelfristigen Wirtschaftsindikationen, die wir im Moment haben, wird das auch weiter so sein. Eine Fed oder eine europäische Zentralbank werden im Moment kaum die Zinsen anheben, absehbar. Und das sorgt dafür, dass sowohl auf der privaten Seite als auch auf der Parkblickseite sehr viel Geld da ist. Und auch, wenn man sich die verschiedenen Medien anschaut, sei es jetzt Straight Debt oder Equity Link Tools oder eben einfach Equity, ist in allen Bereichen sehr, sehr viel Geld vorhanden und das will angelegt werden. Und alleine, wenn man sich für die nächsten Jahre die Rückflüsse anschaut, die aus diesen Fonds teilweise kommen, aus jetzt im Moment angelegtem Geld, das dann wieder untergebracht werden muss, dann müsste hier eigentlich ausreichend Liquidität im Markt sein. Und spannend war zum Beispiel auch zu beobachten, dass es dieses Jahr ja faktisch überhaupt keine Sommerpause im Anlegermarkt gab, wie es sonst üblicherweise ist, dass im August alle in die Sommerpause gehen. Das war ja dieses Jahr nicht der Fall. Also wir sind optimistisch. Wir glauben, dass das sich auch weiter insgesamt gut entwickeln kann und gerade die Biotech-Firmen sehr gestärkt auch mit der jetzigen Finanzausstattung breiter in die Entwicklung gehen können und auch länger auf der Wertschöpfungskette bleiben kann, was sicherlich vorteilhaft ist. Markus, siehst du das genauso? Was macht denn die US-Wahl? Wir sehen das auch wirklich ähnlich von den Einflussfaktoren, die Enno schon angesprochen hatte. Kurzfristig wirklich hohe Liquidität im Markt, hohe Bewertung, wirklich viele, viele Projekte von Unternehmen, die sich letztendlich rüsten aus dem Biotech-Bereich, letztendlich dieses Window dann auch im nächsten Jahr noch zu nutzen. Genau, die Prognose hinsichtlich der Auswirkung der US-Wahl, die ist in der Tat nicht ganz einfach. Klar, wir müssen ja erstmal gucken, ob denn diesmal auch Trump dann wirklich nicht wiedergewählt wird. Dann, ich sag mal, dieses alte Paradigma, dass letztendlich die Republikaner gut für die Wirtschaft sind, die Demokraten weniger, ist auch die Frage, ob man es so anwenden kann, wenn man sich die Entwicklung bei vergangenen Präsidenten anschaut. Insofern ist da der Einfluss wirklich ganz, ganz schwer abzuschätzen. Ich glaube wirklich für den Biotech-Markt, das Entscheidende wird sein, letztendlich alle die Faktoren, wie geht's eben weiter mit der Liquidität, wie geht es weiter mit der Finanzierung, wie erfolgversprechend sind wirklich die einzelnen Fenster für die Unternehmen, letztendlich zu einer wirklich soliden Kapitalausstattung zu kommen. Und alle diese Faktoren werden letztendlich nochmal einen viel, viel größeren Einfluss auf den IPO-Markt dann auch der Zukunft haben, als es zumindest mal nach meiner Erwartung jetzt die US-Wahl also weniger abhängig von der Wahl und ihr Ausgang haben wird. Genau, also alle diese speziellen Faktoren sind wirklich die Determinanten und die Pipeline einfach fürs nächste Jahr, die ist da wirklich gefüllt und da sind viele, viele Aktivitäten dann auch entsprechend zu erwarten. Vielen Dank, Markus. Schlusswort, Sebastian. Wir haben mit dir angefangen, wir hören mit dir auf. Was wird in Europa passieren, mit und ohne Brexit? Ich kann mich mittel- bis langfristig bei den Einschätzungen meiner beiden Vorredner auf jeden Fall nur unterstützen und auch teilen. Das wird sicherlich so passieren, dass die Zentralbanken die Zinspolitik genauso weiterlaufen lassen werden auf beiden Seiten des Atlantiks. Das gibt sicherlich weiter immer frisches Feuer zum Nachgießen und wir werden davon profitieren. Ich glaube, was den Biotech-Sektor spezifisch betrifft, was wir in H1 gesehen haben, im ersten Halbjahr, diese 70% Performance unseres Indizes zum Beispiel, die wird sich in der Form, glaube ich, nicht weiter fortführen lassen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt Under- und Outperformer haben, die Daten auch dementsprechend nachreichen können nach den großen Versprechungen, dass die Covid-19-Programme aufgelegt haben. Sei es im Medikamentenbereich, im Diagnostikbereich. Und da wird man sicherlich sehen, ab Anfang nächsten Jahres, wenn dort die ersten Daten publiziert werden, dass es da vielleicht einige Überraschungen geben könnte in die eine oder andere Richtung. Aber insgesamt, exogene Faktoren sind alle intakt und bleiben auch intakt. Von daher freue ich mich auf 2021 schon. Vielen Dank. Liebe Zuseher,
Ich möchte diese Diskussionsrunde beenden mit dem sehr positiven, optimistischen Blick in die Zukunft aller meiner Mitstreiter. Ich danke den Kollegen sehr herzlich für die Teilnahme und wünsche Ihnen allen einen weiteren guten Fortlauf dieses wunderbar organisierten Events. Ich danke auch den Kollegen von Going Public dafür, dass sie dieses unheimlich innovative Format ermöglicht haben, und darf mich hiermit verabschieden und darf Sie noch einstimmen auf die nächste Runde mit einem wunderbaren Film aus der Fabelwelt: Woher kommen die Einhörner? Vielen Dank. Was bedeutet eigentlich der Begriff Einhorn? Die Welt der Einhörner erklärt uns Franz Matthies Pleye. Er ist Director bei Brian Garnier & Co. Per Definition sind Einhörner private Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mehr als 1 Milliarde Euro bzw. 1 Milliarde US-Dollar in den USA. Warum sind Einhörner so begehrt? Einhörner werden vielfach als Crème de la Crème der Venture-Capital-Szene betrachtet und implizieren, dass das Unternehmen und das Geschäftsmodell von den kritischsten und einflussreichsten Investoren der Szene für attraktiv und lohnenswert befunden wurden. Dies ist quasi ein Ritterschlag, und es wird unterstellt, dass dies nur der erste Meilenstein einer weiteren positiven, aber auch vor allem steilen Entwicklung des Unternehmenswertes sein wird. Wie viele Einhörner gibt es weltweit und wie viele in Europa? Hundertprozentig genau kann man das natürlich nicht sagen, da oftmals keine genauen Angaben verfügbar sind, wie hoch die Bewertung der letzten Finanzierungsrunde wirklich war. Aber aktuell findet man in den einschlägigen Datenbanken weitaus mehr als 450 solcher Unternehmen weltweit. Und die 500 ist, wenn man diesen Quellen glauben darf, auch nicht mehr weit entfernt. Angeführt wird diese Liste von Unternehmen aus Nordamerika und Asien, die zusammen mehr als 80% der Unternehmen stellen. Und leider ist Europa hier abgeschlagener Dritter und repräsentiert nur zwischen 10% und 15% der Unternehmen. Welches sind die bekanntesten deutschen Einhörner aus dem Biotech- und Medizinbereich? Zu den bekanntesten deutschen Einhörnern aus dem breiten Life-Science-Bereich zählt sicherlich Otto Bock, bei der sich EQT vor einigen Jahren engagiert hat. Aber dadurch, dass die Bewertung von Finanzierungsrunden nun oftmals eben nicht veröffentlicht werden, ist es natürlich auch schwierig, genau einzuschätzen, wer zu diesem elitären Club der Einhörner gehört. Wir bei Brian Garnier gehen allerdings davon aus, dass es weitaus oder noch eine Handvoll weiterer deutscher Unternehmen gibt, die eben schon den Einhornstatus haben. Wir denken da an Firmen wie Avatera Medical oder aber Brainlab hier aus München, die entweder jetzt schon Einhörner sind oder aber in der nahen Zukunft zu solchen werden. Bis vor kurzem waren hier natürlich noch Firmen wie CureVac oder BioNTech zu nennen, aber diese Unternehmen haben ihren Einhornstatus durch ihren Börsengang abgelegt. Bei BioNTech durften wir erfreulicherweise sowohl beim Börsengang in den USA als auch beim letzten Follow-on-Offering teilhaben. Und nachdem das Unternehmen bereits beim IPO rund 150 Millionen US-Dollar einsammeln konnte und die Performance danach schon durchaus erfreulich war, zählt BioNTech sicherlich zu einem der Gewinner am Aktienmarkt der aktuellen Covid-Situation und konnte seinen Preis und Aktienkurs im Vergleich zum Ausgabepreis des Börsengangs schon mehr als versechsfachen. Reagieren Einhörner besonders empfindlich auf Pandemien oder sind sie sogar immun? Einhörner sind bei Weitem nicht immun gegen Pandemien, denn es kommt definitiv auf den jeweiligen Sektor an, in dem das Unternehmen aktiv ist. Während Biotech-Unternehmen sicherlich zu den Gewinnern zählen, mussten auch einige Unternehmen mit Einhornstatus aus anderen Sektoren ein wenig leiden, wenn man da zum Beispiel einfach nur an den Reise- und Travel-Tech-Sektor denkt. Und denen geht es jetzt natürlich in dieser aktuellen Pandemie schlechter als anderen. Wie schätzen Sie die Finanzierungsbedingungen während der Corona-Pandemie für Life Sciences-Unternehmen ein? Gewisse Life Science-Unternehmen zählen natürlich zu den Gewinnern der aktuellen Krise.
Hierbei sind natürlich Unternehmen, die beteiligt, die eben aktiv mit ihren Technologien an der Bekämpfung von Covid beteiligt sind. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die nicht so erfolgreich waren in den letzten Monaten und die ein Fundraising eingeplant hatten, aber dieses noch nicht erfolgreich abschließen konnte. Das ist einfach die Realität am Markt. Aber insgesamt ist es doch recht erfreulich zu sehen, dass die Deal-Aktivität seit Anfang des Jahres recht hoch war. Insgesamt konnten mehr als 2700 Transaktionen im Life-Science-Bereich in Nordamerika und Europa abgeschlossen werden. In den USA bzw. Nordamerika natürlich weitaus mehr. Hier gab es knapp 1900 Transaktionen und damit fast das 2,5-fache an Finanzierungstransaktionen als hier in Europa. Allerdings konnte man in Nordamerika im zweiten Quartal durchaus eine gewisse Abschwächung der Deal-Aktivitäten sehen, die hier in Europa erfreulicherweise nicht so zu sehen war. Welche Finanzierungsformen liefen in den letzten Monaten am besten? Nachdem Europa tendenziell natürlich weniger euphorisch ist, was die Thematik von Börsenweggängen anbelangt, waren es hier, wie zu erwarten, vor allem private Finanzierungsrunden, die seit Anfang des Jahres stattgefunden haben. Dies waren fast 3/4 aller Transaktionen. Erfreulicherweise liegt allerdings Europa hier at par mit den USA, wie unsere Analysen gezeigt haben, wo es ein vergleichbarer Wert war. Und es ist somit ein durchaus positives Zeichen, dass es in Europa prozentual gesehen genauso viele Unternehmen gab, die den Schritt an die Börse gewagt haben wie in Nordamerika. Einziger Wermutstropfen ist hierbei sicherlich, dass von den 8 IPOs europäischer Unternehmen mit einem Emissionsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro insgesamt 4 Firmen diesen Schritt an der Nasdaq oder der New York Stock Exchange gewagt haben und eben nicht hier in Europa. Müssen Unternehmen die Corona-Welle reiten, um ein Einhorn werden zu können? Nein, absolut nicht. Den Status eines Einhorns kann man vielfältigst erlangen. Natürlich kann Corona einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens haben. Aber wie prominente Beispiele ja gezeigt haben, kann dies auch mit langjähriger und generationenübergreifendem Unternehmensaufbau, wie zum Beispiel bei Otto Bock, mit hochtechnologischen Zukunftsideen, wie zum Beispiel bei Lilium, oder aber mit innovativen Geschäftspraktiken und deren technologischen Umsetzung, wie es das Team um Celonis hier aus München ja erfolgreich getan hat, zum Einhorn schaffen. Von daher, nein, man muss die Corona-Welle nicht reiten, um zu einem Einhorn werden zu können. Im Scheinwerfer. Corona, Turbo für die Einhörner von morgen. Unser Moderator im Studio ist Dr. Georg Käb. Er ist Geschäftsführer des Bayerischen Biotechnologie-Clusters, einem Netzwerk der Universitätsstandorte in Bayern. Nach seiner Promotion am Max-Planck-Institut für Neurobiologie startete Dr. Käb eine journalistische Laufbahn und übernahm später im Verband Deutscher Biologen Verantwortung in der Geschäftsführung. Im Jahr 2007 wechselte er zur BioM. Dr. Käb ist ein exzellenter Kenner der Biotech-Szene, von Industrie und Forschung. Und heute für uns auf der Suche nach dem Einhorn von morgen. Für diese Suche nach dem Einhorn von morgen bin ich zum Glück nicht alleine unterwegs. Denn das ist ein bisschen zu viel verlangt. Ich habe mir Gäste in dieses schöne Studio geholt, die ich Ihnen gleich kurz vorstellen werde. Ich bin schon vorgestellt worden als großer Kenner der Branche. Also man kann das alles auch ein bisschen bescheidener angehen. Hier auf dieser Seite sehen Sie Dr. Marion Jung, die Chefin des Unternehmens Chromotec, ein Martins-Rieder-Unternehmen, das uns später noch eine neue Nachricht mitteilen wird. Eine Vertreterin einer ganz bestimmten Gruppe der Life-Science-Branche in Deutschland, die wir insgesamt in Deutschland haben, eigentlich als Rückgrat unserer gesamten Branche. Das sind die sogenannten Dienstleister für den Laborbereich, Gerätehersteller, Kithersteller, etwas, die Substanzen vertreiben, die man für ein Kit benötigt. Auf dieser Seite steht Dr. Hella Kohlhoff, CSO und Gründerin der Medikamentenentwicklerschmiede Immunic Therapeutics. Herzlich willkommen. Auch damit eine ganz bestimmte Repräsentantin
einer Gruppe von Firmen, die wir in den deutschen Life Sciences haben, die Medikamentenentwickler, die natürlich besonders während der Corona-Krise jetzt auch im Scheinwerferlicht stehen. Ganz an der Seite, ich lasse hier lieber weg, auf welcher Seite das für Sie als Zuschauer zu sehen ist, sonst kommen wir alle durcheinander. Ganz an der Seite steht noch Marc Holtorf, er ist Anwalt, Rechtsanwalt der Sozietät Pinson Masons, für Schutzrechte zuständig, ein Experte dafür. Und es ist ja immer schön, wenn man einen Anwalt dabei hat, noch dazu, wenn man nichts dafür bezahlen muss. Sie sehen mich hier, Sie sehen unsere Runde hier so ein bisschen als Übergang zwischen dem seriösen Teil, den Sie bisher auf dem Finance Day erlebt haben und vielleicht ein bisschen, naja, Sie kennen mich vielleicht, vielleicht auch nicht, dem unterhalterischen Teil. Wir versuchen auch ein bisschen dann in den Abend Sie hinaus zu begleiten, dass es also auch ein bisschen amüsant und gemütlich wird in unserem Wohnzimmer der Deutschen Biotech, denn diese Vertreter, die wir hier haben, stehen also ein bisschen als Pars pro Toto für die vielen, die wir haben. Und wir haben hier eine Münchner Runde natürlich ein bisschen für Sie aufgestellt. Sie haben vielleicht von Corona gehört, von Reisebeschränkungen, von Beherbergungsverboten und all diesen Geschichten. Darum ist dieser Finance Day in dieser Zusammenstellung eine sehr Münchner Geschichte. Natürlich ist München manchmal ein Corona-Hotspot, aber normalerweise sind wir ein Innovations-Hotspot. Und da sind wir auch nicht allein in Deutschland. Da gibt es Berlin, da gibt es Hamburg, da gibt es Heidelberg, Köln, Düsseldorf, Hannover, Braunschweig, Leipzig, you name it, viele davon. Und ich grüße all diese Regionen, die uns jetzt vielleicht auch zuschauen, Vertreter davon. Wir bilden uns nicht ein, wir sind die Tollsten und Einzigen. Wir wissen, da gibt es auch noch mehr in dieser Branche. Jetzt wollen wir aber wirklich in Medias Res auch gehen, uns angucken, wie findet man ein Einhorn, was macht ein Einhorn aus. Wir haben einige Statements vorher gehört. Jetzt geht es also darum, haben wir vielleicht hier im Raum ein Einhorn, nicht den berühmten Elefanten, sondern das Einhorn. Wir versuchen es für Sie herauszufinden. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Beim Begriff Einhorn, an was denkt man da eigentlich überhaupt spontan? Marion. Ja, vielen Dank, Georg. Ja, Einhorn heißt für mich eigentlich Hype und Einhorn heißt für mich auch, dass die Zeit der Fabeltiere vorbei ist, weil die Einhörner wurden von den Alpakas abgelöst. Nicht nur in der Grabbelware beim Supermarkt, sondern tatsächlich auch in der Biotech-Branche. Unser Unternehmen, die Chromotech, entwickelt nämlich Antikörper, sogenannte Nanobodies, aus dem Alpaka. Und damit haben wir uns unser Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Wir bieten also einzigartige Tools in diesem Bereich an. Und für mich sind ganz persönlich die Alpakas unsere Einhörner. Und insofern kann man den Begriff durchaus weiterverwenden, aber vielleicht im anderen Sinne. Sehr schön. Dann, also wir müssen auch auf Alpakas achten. Einhörner haben wir schon. Dann schauen wir mal bei Hella nach, was dir einfällt zu Einhörnern. Total unsachlich, mir fallen Pummel-Einhörner ein. Ich habe zwei Töchter, da sind Einhörner einfach flauschige Dinger mit einem Horn und Fabelwesen und total hip. Okay, jetzt aber kombiniert vielleicht auch ein bisschen mit den vorherigen Statements, die wir schon über Einhörner gehört haben und wer alles ein Einhorn werden kann und so weiter. Ist das etwas, was für die deutsche Biotech-Szene wirklich zutrifft? Ist Corona für diese Einhörner wichtig? Und an dieser Stelle habe ich natürlich nicht den Marc Holtorf vergessen, sondern ich möchte eigentlich fragen, das Einhorn Corona, was sagt der Schutzrechtsexperte dazu? Was ist da noch zu tun? Was kann man da noch tun? Ist da die Marke zu retten? Ja, da gibt es also schon eine ganze Reihe Glücksritter, die versucht haben, sich Bezeichnungen wie Covid-19, Corona, in allen erdenklichen Schreibweisen und mit grafischen Gestaltungen schützen zu lassen. Also wenn du heute beim Deutschen Patent- und Markenamt eingibst Corona als Suchwort in der Datenbank, bekommst du 500 plus Treffer. Ja, viele davon beziehen sich zugegebenermaßen auf ein bekanntes Bier, aber sehr viele auch nicht. Und ich glaube, die gute Nachricht da ist, dass die Ämter, sei es das deutsche Patent- und Markenamt, aber auch das europäische Amt, sehr, sehr restriktiv
damit umgehen, diesen Marken Schutz zu gewähren und letztlich versuchen zu verhindern, dass eben die Benutzung des Wortes Corona für Einzelne tatsächlich monopolisiert und damit die Benutzung dann kostenpflichtig würde. Okay, das war mal so ein bisschen zum Aufwärmen. Wir kommen zu dem ganzen Schutzrechtsaspekt auf eine seriösere Weise noch ein bisschen später. Aber wir waren ja auch bei dem Thema, oder der ganze Finance Day dreht sich um das Thema, ist auch Corona eigentlich ein Turbo für die deutsche Biotechnologiebranche? In ihrer ganzen Diversität, wo wir hier Vertreter stehen haben, wo im Land, wenn ich Viola Pronsema richtig zitiere, 650 oder so etwas Biotech-Firmen unterwegs sind. In Bayern haben wir auch ein paar davon, an den anderen genannten Standorten einige davon. Wer hat also jetzt gerade wirklich schon diesen Turbo gespürt, den Corona vielleicht in die deutsche Biotech-Szene hineingepflanzt hat? Hella? Ja, also bei uns war es definitiv so. Wir waren quasi so kurz vor der Finanzierung. Wegen Corona ist das alles kurz wieder gestoppt worden, weil einfach Trump die Grenzen dicht gemacht hat. Da war nichts mehr. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, wir sind Nasdaq notiert. Naja, und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ein antivirales Medikament und haben am Anfang tatsächlich eher so spaßeshalber gesagt, ach komm, das testen wir jetzt auch noch mal gegen SARS-CoV-2. Gucken einfach mal, es sollte funktionieren, es wird zellbasiert, muss eigentlich funktionieren. Ja, und dann haben wir es gemacht und haben im April die ersten zellulären Daten veröffentlicht dazu, haben direkt eine Finanzierungsrunde gemacht, die erste gegenüber 18 Millionen US-Dollar. Dann haben wir gesagt, gut, wir wollen auch eine Studie machen, haben FDA-Approval gekriegt, haben dann im Juni nochmal 25 Millionen US-Dollar geraced und sind dadurch sicherlich einfach viel präsenter gewesen. Also wir haben die Daten veröffentlicht, wir waren wahnsinnig präsent und es ist nicht so, dass eine Finanzierung irgendwie einfach ist oder von alleine läuft, aber es hilft schon, wenn man mehr Aufmerksamkeit kriegt. Das hatten wir ja gerade beim Enno Spillner und auch vorher in den Runden schon gehört, dass man eigentlich auch durch diesen Switch natürlich auch in eine gewisse Gefahr läuft, weil man ändert sein Geschäftsmodell, man erzählt plötzlich den Investoren oder den Anlegern, auch den Kunden, den Mitarbeitern plötzlich eine ganz andere Story, was man eigentlich verfolgt. Wie gut oder wie riskant ist das und wie gut kann man so etwas transportieren? Braucht man da einfach nur eine gute PR-Agentur, dann geht das schon oder... Auf was muss man da eigentlich achten oder ist das jetzt alles auch sehr viel Learning by Doing, weil halt doch die Situation für alle ein bisschen neu war? Also wir haben eine gute PR-Agentur, ja, wir haben eine wahnsinnig gute PR-Lehrerin bei uns und wir haben aber von Anfang an auch gesagt, okay, wir haben super Daten, wir wollen klinische Studien machen, das ist aber quasi ein Zusatzgeschäft bei uns. Wir machen normalerweise Autoimmunerkrankungen und wir haben immer gesagt, wir kriegen im Sommer unsere Phase 2 Daten von einer Studie in Multiple Sklerosis und das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Die haben wir dann auch gekriegt, die waren super gut, die Daten, haben dann nochmal 103 Millionen geraced und haben jetzt gerade einen EIB-Loan gekriegt oder beziehungsweise dürfen ihn abrufen für Covid-19, sind auch nochmal 24,5 Millionen. Also für uns hat es das Ganze präsenter gemacht, wir sind aber einfach auch breit aufgestellt und haben als wichtigstes Geschäft immer noch unsere Autoimmunerkrankung. Mhm. Wie ist es im Laborgeschäft, wenn ich das mal so flapsig so nennen darf? Ja. Gab es einen Corona-Turbo? Es gab ja eigentlich einen Shutdown. Die Wissenschaftslabore waren erstmal zugesperrt, warum auch immer. Ich glaube, man hat da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber auf jeden Fall war es so. Also eigentlich keine Umsätze, kein Verkauf möglich. Wie kommt man eigentlich dann dadurch oder wie kriegt man dann vielleicht sogar einen neuen Schwung, eine neue Dynamik ins Unternehmen? Ja. Marion? Vielleicht würde ich vorweg noch gerne sagen, dass ich mich mit beiden Begriffen, sowohl Einhorn als auch Corona-Turbo, ein bisschen schwer tue, weil alles, was man messen kann, ist gut. Und wenn man ein Unternehmen anhand einer privaten Bewertung von 1 Milliarde misst, ist es gut und alle anderen sind schlecht. Also das mag ich nicht so gern. Also ich finde, es gibt sehr viele werthaltige Unternehmen, die keine Einhörner sind und ein wahnsinniges Geschäft machen und auch ein nachhaltiges Geschäft. Und das Gleiche trifft für Corona-Turbo zu, das ist eigentlich kein schöner Begriff, weil man möchte eine Pandemie eigentlich nicht wirklich als Turbo bezeichnen. Dass so etwas passieren muss, um unsere deutsche Biotech-Branche ins Rampenlicht zu rücken, finde ich nachgerade sehr traurig, muss ich sagen, weil wir haben das verdient, dass es anders ist, aber in der Tat hat es als Turbo gewirkt und viele Unternehmen bekommen jetzt endlich die Aufmerksamkeit, die sie meiner Meinung nach schon lange verdienen.
Und für uns konkret als Unternehmen gesprochen, ja, wenn man ein Dienstleister ist, der die Schaufeln für die Goldgräber verkauft und herstellt, dann braucht man natürlich die Leute, die mit diesen Schaufeln auch in den Laboren arbeiten. Und wenn das in einem Lockdown nicht geht, dann haben wir natürlich erstmal Einbußen. Und dann haben wir uns auch gefragt, wie ist das, wenn die Labore wieder aufgehen oder die Cafés, trinke ich dann 2 Cappuccino oder nicht? Ich glaube, die Leute trinken eher 2 Cappuccino. Das ist zumindest meine Beobachtung aus dem Sommer. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Menschen ihre Urlaubspläne verschoben haben oder verschieben mussten. Auf jeden Fall konnten wir sehen, dass sobald die Labore wieder offen waren, die Wissenschaftler auch wieder tätig waren. Insofern, unser Geschäft hat sich komplett erholt und im Gegenteil ist auch gewachsen. Und ich finde es auch besonders wichtig zu sagen, dass die Schaufeln der Goldgräber tatsächlich auch sehr wichtig sind und wir in einem Markt unterwegs sind, der manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber mit einer Größe von 3 bis 4 Milliarden ist das auch kein kleiner Markt. Ja. Ich meine, ich fand es ja eigentlich überraschend, es hätte ja in beide Richtungen gehen können. Oder man hat vielleicht auch Phasen gehabt, wo man beides gespürt hat. Man hat eine Art Katerstimmung gespürt, man hat diese Goldgräberstimmung gespürt. Eigentlich auch im ganzen Land, in den einzelnen Regionen. Die Clusterorganisationen haben da auch versucht, möglichst aktiv zu werden und ihren Klientel auch bei diesem Umschwung auf andere Geschäftsmodelle, auf andere Bedürfnisse der Kundschaft zu reagieren, zu helfen. Allerdings war es ja auch irgendwie eine Operation am offenen Herzen eigentlich. Also eigentlich die gesamte Wissenschaft und auch die gesamten Entwicklungen rings um Corona waren ja eigentlich ein offener Prozess. Alles war sofort öffentlich, weltweit klar, aha, das geht jetzt so und so oder wir wissen noch nicht, wie das geht. Was sagt da der Schutzrechtsexperte eigentlich, das war ein Graus für Sie oder gibt es trotzdem Wege, auch sich irgendwie etwas patentieren zu lassen oder ist man da eigentlich verloren, weil alles sofort public ist? Nein, das ist natürlich auch eine Frage der Prozesse, die man aufsetzt. Und wir sehen eigentlich jetzt in der Corona-Zeit 3 relevante Themen, die sich nicht grundsätzlich neu gestalten, aber die sich schon erheblich verschoben haben. Das Erste, was wir sehen, ist das Thema Zusammenarbeit, also Collaboration auf Neudeutsch, Forschungsentwicklungsvorhaben, Licensing-Deals. Also das hat schon stark zugenommen, muss man sagen, und zwar gerade Corona-spezifisch. Was wir auch sehen, ist in der Tat das Thema Schutzrechte. Und da hast du, Georg, ja schon den entscheidenden Punkt angesprochen. Ich glaube, es herrscht jetzt gerade bei den Startups, bei den jungen Unternehmen, die in dem Feld jetzt forschen, ein zusätzlicher Druck, der Erste sein zu wollen. Der Erste, der es verkündet, der Erste, der am Markt ist. Und das ist auch alles richtig und gut so. Aber bitte nicht vergessen, vorher die Schutzrechte anzumelden. Ich glaube, bei Big Pharma gibt es da kein Thema. Die haben ihre Prozesse, das läuft alles geordnet ab. Aber bei den jungen Unternehmen ist das wirklich das A und O. Weil sonst hat man eine tolle Erfindung gemacht, die hinterher leider dann möglicherweise von allen genutzt werden kann. Und das Dritte, was wir so sehen, das sich glücklicherweise, muss man sagen, noch nicht realisiert hat und hoffentlich auch nicht realisiert, aber das sind solche Dinge, dass es in allen gewerblichen Schutzrechten, interessanterweise in der einen oder anderen Form, auch in fast allen Ländern identisch gestaltet, Klauseln gibt oder Vorschriften gibt, die es den Regierungen gestatten, Erfindungen gegen kleines Geld zwangs zu rekrutieren, möchte ich mal sagen. Und zum Beispiel im deutschen Patentgesetz gibt es diese Vorschrift tatsächlich seit 1980 und sie schlummerte seitdem vor sich hin. Jetzt ist sie aber scharf gestellt worden, ja, also mit dem Infektionsschutzgesetz im März ist sie scharf gestellt worden. Das heißt, die Regierung könnte jetzt tatsächlich Erfindungen nutzen oder durch Dritte nutzen lassen gegen relativ kleine Entschädigungen. Ich denke, es ist gut, dass sie das nicht gemacht hat, ja, um nicht den Forschungsentwicklungsdrang zu bremsen, aber es wäre immerhin möglich. Wie ist es bei euch im Munich gewesen? Also man geht dann eigentlich in ein neues Feld. Man muss sich irgendwie patentrechtlich absichern. Wie habt ihr das hinbekommen oder war das der erste Schritt vor dem zweiten oder andersrum? Wie seid ihr da vorgegangen? Wir haben ja, also gerade unser Leitprojekt IMO 838, das haben wir ja schon relativ lang oder wir haben es schon relativ lang entwickelt. Das ist von der Substanz her, vom Dosing-Scheme, von der Struktur, das ist gut patentiert. Wir haben dann aber gesagt, okay, wir wussten schon lange, dass das antiviral wirkt, haben dann gegen SARS-CoV-2 getestet und haben gesagt, okay, jetzt wird es aber allerhöchste Zeit, dass wir das als antivirales Medikament halt auch oder für den Einsatz in viralen Indikationen auch wirklich patentieren. Haben wir aber vorher gemacht, bevor wir irgendwas patentiert haben. Also.
Aber gut, jeder hatte plötzlich irgendetwas gegen Covid in der Schublade. Da fragt man sich natürlich auch, wie ging das denn jetzt eigentlich? Wo kommen diese Sachen denn eigentlich? Also nicht böse gemeint, aber das sind vielleicht auch teilweise olle Kamellen, die dann da so ein bisschen herausgezogen worden sind. Wie schafft man es im Endeffekt aber auch dann mit so einer Geschichte oder eben auch dem einer Repositionierung einer bekannten Truck wirklich auch die Investoren, eigentlich die Anleger, auch die Community mitzunehmen und da das Vertrauen zu gewinnen? Also das ist jetzt wirklich ein vernünftiger Ansatz. Wie bekommt man das eigentlich hin? Also bei uns hat es tatsächlich angefangen, dass Februar oder so ist eine Publikation rausgekommen, eine chinesische aus Wuhan, die gezeigt hat, DHODH-Inhibitoren, das ist das Target von unserem Leitprojekt, DHODH-Inhibitoren sind super potent, die sind einfach, die wirken auf die infizierte Wirtszelle, das heißt, daher kommt auch dieser Breitbandansatz gegen verschiedene Viren und das hat es wahnsinnig gepusht. Also und deswegen ist es, also wir wussten vorher schon, das wirkt antiviral, das wirkt antiinflammatorisch und sogar in manchen Krebszellen wirkt es auch anti-cancer. Und das heißt, wir kannten das Medikament, wir haben genug Material, um wirklich auch eine Studie zu machen direkt. Wir haben die ganzen Tox-Studien vorher gemacht. Wir haben die Sicherheitsdaten in mehr als 650 Patienten schon gehabt. Also das heißt, wir haben quasi nicht auf Stufe 0 angefangen, sondern wir haben gefühlt auf Stufe 5 angefangen. Mhm. Haben das Ganze rasend schnell umgesetzt und haben dann ja auch im Juni gesagt, okay, wir haben ein Studiendesign, wir haben FDA-Approval und haben dann auch tatsächlich im Juni die Studie gestartet. Da müssen ja wahnsinnig viele zusammen an einem Strang ziehen. Ja. Und ich glaube, das war vielleicht schon auch die Erkenntnis dieser Pandemie, wie unglaublich dynamisch oder willig plötzlich auch Behörden sein können. Ja, nichts gegen Behörden, ich hoffe, es schaut keiner zu. Also gut, ich hoffe, sie schauen zu. Weil wir wollen sie ja eigentlich loben, weil sie so wahnsinnig schnell und agil eigentlich funktioniert haben. Mhm. Aber wie hat man diese Leute auch dann tatsächlich erreichen können? Die waren ja vielleicht eigentlich mit den großen echten Einhörnern oder eben Milliarden-Dollar-Geschichten schon unterwegs. Und wie kommt man da so als kleinere Firma dann eigentlich auch noch zum Zuge? Also wir haben tatsächlich an allen Strippen gezogen, die wir zur Verfügung hatten. Also wir sind über die Politik reingegangen, wir sind ans BfArM gekommen. Wir haben auch, wir hatten eine wirklich direkte Interaktion mit der Ethikbehörde, mit allen Behörden. Und die haben auch wahnsinnig schnell reagiert. Also das ist ganz lustig, ich habe das mal irgendwo anders gesehen, die sagten dann auch, naja gut, wenn wir es gewohnt sind, was weiß ich, die 16 Stunden am Tag zu arbeiten, dann dauert es dann normalerweise in der Behörde ein paar Wochen, bis das jemand zum ersten Mal überhaupt anfassen kann. Und dann war es aber irgendwann so, die haben dann auch innerhalb von 24 Stunden gearbeitet. Also da war dann auch nichts mehr mit Wochenende, wo man gesagt hat, gut, das habe ich jetzt am Freitag da abgegeben, vor Montag kommt dann nichts. Nee, stimmte nicht. Dann war dann vielleicht doch am Samstagabend schon was da. Alles klar. Also. Eine Zuschauerfrage nehme ich gleich auf. Ich wollte hier nur noch mal kurz auch Chromotech mit reinholen, weil ihr musstet ja im Endeffekt andere Krisenmeistern, Logistik, Distribution, habt ihr überhaupt die Materialien, um eure eigenen Produkte herzustellen? War das mehr oder weniger auch von heute auf gleich nicht mehr möglich und dann musste man sich neu behelfen oder ging es irgendwie so halbwegs durch die ganze Zeit durch? Also wir hatten eigentlich überhaupt keine Einschränkungen, was unsere Produktion anbelangt oder unsere Forschung. Da macht sich positiv bemerkbar, dass wir eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe haben. Das heißt, wir sind in Kontrolle all unserer Prozesse alleine. Das ist in dem Fall ein großer Vorteil. Wir haben dann natürlich für unsere internationale Distribution das Lager an dem einen oder anderen Standort, sei es jetzt USA oder China, gefüllt, weil wir nicht wussten, wie sind die Transportwege, werden unsere Kunden in Zukunft gut beliefert werden können. Insofern haben wir die Produktion ein bisschen erhöht und haben gesagt, da machen wir überall die Lager voll. Aber nachdem wir alles in der eigenen Hand haben, und auch die Zulieferhilfsmittel, die wir so benötigen, eigentlich in ausreichender Menge hatten. So ein Nanobody ist ja nur ein Zehntel so groß wie ein Antikörper. Deshalb braucht man auch nur ein Zehntel der Menge an Chemikalien. Also merken Sie sich das für Ihren nächsten Einkauf. Jetzt die Zuschauerfrage, die sich ein bisschen um das Patentrecht kümmert. Ein Jürgen Meyer fragt uns, und ich nehme an, das geht hier an Rechtsaußen aus meiner Sicht, wie lange dauert es denn, einen Patentverstoß auch wieder zu stoppen? Also man muss ihn erst mal bemerken und dann ihn auch gestoppt zu kriegen. Das ist vielleicht auch so ganz allgemein ein bisschen schwierig zu beantworten, aber bitte. Ja, das kann man schon allgemein beantworten. Da sind wir in Deutschland also in einer sehr komfortablen Lage. Wir haben also Schnellverfahren, einstweilige Verfügungsverfahren und wir haben Spezialgerichte, die sich nur
mit Patentrecht und Patentstreitigkeiten befassen. Ich war gerade heute Morgen 5 Stunden in einer solchen Verhandlung. Und das geht im Einzelfall in wenigen Tagen, wenn es etwas länger dauert, in wenigen Wochen. Das geht also wirklich sehr, sehr schnell. Das geht sehr, sehr schnell. Okay. Wir hatten ja auf diesem ganzen Financial schon verschiedene Diskussionsrunden mit den Investoren und so weiter. Ich bin ganz froh, dass wir hier echte Unternehmer, nichts gegen die anderen haben, die aber vielleicht auch noch mal sagen können, wie ist denn Deutschland eigentlich tatsächlich durch diese Krise gekommen, jetzt von der technologischen, von der unternehmerischen Seite? Was wären eure Wünsche eigentlich auch an eine Politik? Oder wie kann man auch feststellen, dass die Politik hier vernünftig reagiert hat und auch hier neue Möglichkeiten geschaffen hat? Marion, du bist relativ nah an der Bundeskanzlerin dran. Vielleicht kannst du uns da ein paar Infos geben, was dort eigentlich auch diskutiert wird, um Start-ups, aber vielleicht auch dem Mittelstand, vor allem in der Life-Science-Branche, etwas unter die Arme zu greifen. Kann ich gerne machen. Also ich finde, es war besonders auffällig in dieser Phase, welche Agilität unsere Bundesregierung an den Tag legen konnte in diesem Moment und wirklich in unglaublicher Geschwindigkeit Hilfsmittel, sei es KfW-Kreditmöglichkeiten oder auch andere Corona-Hilfsmittel, nicht nur auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene ist ja da einiges passiert. Und die wurden dann auch tatsächlich schnell bearbeitet. Also da wurde einiges losgetreten, was man sich an anderen Zeiten auch manchmal wünschen würde von den jeweiligen Ministerien, zum Beispiel bei der Bewilligung von irgendwelchen Förderanträgen oder sowas. Das ging wunderbar und sehr schnell. Ich hoffe, dass Sie aus dieser Agilität auch einen gewissen Elan gewonnen haben als Regierung, das so fortzusetzen, weil dieses Arbeiten an einem Gemeinwohl, das hat alle total zusammengeschweißt und dieses Gefühl, ich tue jetzt was und ich weiß warum und es hat einen unmittelbaren Impact auf jeden von uns, das hat eben alles beschleunigt, auch die Digitalisierung ja eben. Insofern, ich würde sagen, die Bundesregierung hat völlig adäquat reagiert und die meisten Unternehmen in meinem Umfeld haben Mittel und Wege gefunden, sich durch diese Krise zu schaffen. Manch anderer hat das auch für sich insofern nutzen können, nochmal zu fokussieren aufs Wesentliche. Manchmal wird einem dann ja auch klar, was man vielleicht schon länger mit sich rumschleppt und nicht überleben sollte. Und insofern bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Arbeit, die da geleistet wurde. Und auch jetzt für die kommenden Monate sind ja einige Förderprogramme auch unterwegs, die konkret wieder dort anknüpfen, wo sie vorher waren, sagen, wir müssen wieder neue Fördermittel nicht nur für Corona-Maßnahmen auf den Weg bringen. Und da sind die dabei. Sie sind lernend. Lernend. Ich hoffe, Sie lernen auch bei dem Thema Therapeutika, weil da haben wir auch schon heute ein bisschen andiskutiert, dass ja ein sehr starker Fokus auf Impfstoffe gelegt wurde. Ein bisschen verständlich, weil, wie hat der Vertreter von BioNTech gesagt, first things first. Aber Therapeutika sind ja vielleicht doch auch ein bisschen entscheidend. Wie ist die Wahrnehmung aus deiner Sicht, Hella, von Therapeutika-Entwicklern, gerade in der Bundesregierung, sei es von Förderprogrammseite her, aber eben vielleicht auch allgemein, um vielleicht auch das Zusammenspiel mit den Behörden, den Zulassungsbehörden zu vereinfachen oder erleichtern? Also was so gerade die Arbeit vorneweg angeht, also die Forschung, das Aufsetzen von klinischen Studien, hatten wir tatsächlich das Gefühl, dass die Impfungen deutlich bevorzugt werden. Also da war es so ein bisschen, ja, wir haben ja bald einen Impfstoff und dann ist das sowieso erledigt. Wir haben diverse Förderanträge geschrieben, wir haben tatsächlich auch einen bewilligt bekommen davon. Wir hatten am Anfang die Herausforderung, dass wir gesagt haben, super, wir haben jetzt ein Medikament in der Hand, wir haben wirklich genug Tabletten, wir dürfen die Studie starten, aber das ist ja nicht irgendwie, also so, keine Ahnung, 10 Millionen hat man ja nicht mal ebenso in der Portokasse, um noch eine extra klinische Studie zu starten. Das war tatsächlich eine Herausforderung. Wir haben es dann so lösen können, dass wir einfach die Kapitalerhöhung gemacht haben am Nasdaq und haben damit halt die Gelder eingeworben. Und jetzt zusätzlich noch durch den EIB-Loan haben wir einfach die Chance, auch da wirklich noch zügiger vorwärts zu gehen.
Das ist natürlich jetzt eine schöne Steilvorlage, um auch wieder zum Thema Einhorn ein bisschen zurückzufinden, das ja doch sehr stark an der Unternehmensbewertung hängt. Also wenn ihr eben doch einen Turbo durch Corona bekommen habt, ich habe nicht auf den Börsenkurs oder Börsenwert zuletzt geschaut bei Immunic, aber vielleicht seid ihr schon ein Einhorn oder wo? Nein, wo steht ihr denn? Also wir haben beschlossen, wir werden nächstes Jahr ein Einhorn. Ah, okay. Also dieses Jahr wird es nichts, wenn wir uns noch verdoppeln, kommen wir der Sache relativ nah. Okay, also dann vielleicht ein halbes Einhorn, knapp vor dem halben Einhorn. Dann natürlich die Frage an Marion, bist du schon ein Einhorn, aber du willst gar kein Einhorn sein, hast du vorhin gesagt, aber wenn du eins werden könntest, wärst du fast gerne eins? Also wir sind auf dem Weg zum Einhornstatus gerade auf einen wunderbaren Komplementär zu unseren Technologien gestoßen. Und insofern kann ich jetzt hier heute Abend auch freudig bekannt geben, dass die ChromoTech seit gestern mit dem Unternehmen ProteinTech aus Chicago, Illinois vereint ist. Wir wurden übernommen von der ProteinTech und wir werden deren neues R&D-Zentrum für Nanobodies, unsere beiden Technologieplattformen im Bereich Antikörper, ergänzen sich ideal und gemeinsam mit deren breiten Portfolio an Antikörpern, die schon 2/3 des menschlichen Proteoms abdecken, können wir die neuen Anforderungen unserer Kunden auch in Spezialanwendungen bei Einzelzellanalyse oder Multiplex-Assays viel besser abdecken. Insofern, ich habe meinen persönlichen Komplementär auf dem Weg zum Einhornstatus gefunden und wir sind sehr optimistisch, dass wir hier am Standort demnächst stark wachsen werden. Jetzt kommt noch mal eine Zuschauerfrage, die ich noch kurz reinnehme. Allerdings muss ich sie, glaube ich, erst verstehen. Ich lese sie einfach mal vor. Eine Jutta Bachmann fragt, ob sich denn die Geschichten auch im privaten Freundeskreis, gerade hier der Life Science-Unternehmen, mittlerweile auch nur noch um Corona drehen. Also wahrscheinlich werden die BioNTech-Mitarbeiter ständig gefragt, wann ist der Impfstoff fertig? Wie ist es bei euch? Hat man vielleicht auch viele neue Freunde, weil jeder hofft, aha, über dich komme ich ja näher dran an ein Therapeutikum oder sonst etwas. Gibt es das auch? Also das mit den neuen Freunden war tatsächlich ein bisschen schwierig, würde ich sagen, in der letzten Zeit, weil zum einen, man durfte nirgendwo hingehen, zum anderen, wir hatten bei uns in der Firma echt das Gefühl, gerade am Anfang, als wirklich alles dicht war, na dann arbeiten wir halt. Ja, dann waren es halt morgens ins Büro gefahren und mehr als nach Hause fahren war, also dann abends wieder, war sowieso nicht drin. Aber tatsächlich ist es so, dass, wenn ich sage dann manchmal so scherzeshalber, naja, wenn es mich erwischt, ich habe ja ein Medikament. Ja, und dann ist es schon so spaßeshalber, super, kannst du mir dann was rübergeben? Nee, dürfen wir natürlich nicht, aber ja. Wie ist es bei ChromoTech, die Arbeit im Labor zu ermöglichen? Hat das im Freundeskreis irgendwie für Hurra-Schreie gesorgt? Eigentlich weniger. Da gab es eher diejenigen, die sagten, ach, ich kenne doch da eine, die hat Biologie studiert. Vielleicht kann die mir jetzt mal erklären, was da jetzt los ist mit Corona. Oder du verstehst es ja irgendwie scheinbar. Kannst du mal erklären, wie das mit den Viren so ist? Und warum hat man gegen HIV immer noch keinen Impfstoff? Aber warum glaubt man, dass man jetzt gegen Corona nächstes Jahr einen hat? Kannst du mir das mal erklären? Da sage ich, Mensch, endlich hat mein Studium mal Sinn gemacht. Okay. Also man wurde plötzlich zum Experten, obwohl man vielleicht eigentlich auch nicht wirklich einer ist. Ja. Auf der Anwaltsseite, ich weiß es nicht genau, ob dort solche Diskussionen stattfinden. Ja, wir haben natürlich. Jeder hat immer Angst, dass er sofort eine Rechnung kriegt, darum werden Sie wahrscheinlich gar nicht viel gefragt. Nein, das ist ja nicht richtig. Ja, und wir haben natürlich, habe ich ja vorhin gesagt, wir haben sicherlich das ein oder andere auch mit Corona und Covid-Themen zu tun. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Projekte, die weiterlaufen. Das sollten wir, glaube ich, in der Zeit auch nicht vergessen, die seit langer Zeit laufen, die eben weitergeführt werden, ganz normal, wie sie sind. Aber da du den Punkt ansprichst, also wir haben da auch was gemacht. Ja, wir haben jetzt einen sogenannten, das heißt bei uns Biotech Express, aufgesetzt und haben gesagt, das ist für Startups, um den Startups wirklich für ganz, ganz kleines Geld ein Startpaket an Verträgen zu geben, mit denen man viele Fehler, die Startups sonst gerne machen, vermeiden kann. Und da sind auch noch ein paar Beratungsstunden inkludiert in dem Biotech Express. Also wir haben da auch die Kritik aufgenommen und uns, glaube ich, vorwärts bewegt. Okay. Gut, dann kommen wir eigentlich hier auch schon wieder zum Schluss, weil wir sind zwar in den Weiten des Internets unterwegs, aber die Zeit, die Uhr ist trotzdem eine Begrenzung.
Schlussrunde und hier kommt eine kleine Überraschung schon zwischendrin. Schlussrunde-Frage ist, wenn wir nur noch mal beim Thema Einhorn bleiben und jemand von euch trifft tatsächlich leibhaftig ein Einhorn, mit wem in dieser Runde würdet ihr diese Erkenntnis sofort teilen wollen? Wir fangen hier an. Mario. Also am liebsten würde ich es mit meinem Team teilen natürlich, aber in dieser Runde würde ich mir natürlich die anderen Mitstreiter am Standort zusammensuchen. Da bin ich dann bei der Hella und ich glaube, gemeinsam hätten wir genügend Anzahl an Jahren Erfahrung, aus diesem Rohdiamanten dann was zu schleifen. Alles klar. Oder ihr wärt eben fast zusammen ein Einhorn womöglich. Hella? Ich kann das total kurz machen. Ich würde das auch mit der Marion machen. Ah, okay. Hier bahnt sich eine nächste Funktion an. Ja. Ich habe es natürlich noch leichter. Ich würde das fair zwischen den beiden Damen aufteilen und mit beiden die Information teilen. Also. Oh, Hella, liest du gern Patente? Mhm. Also, dann haben wir hier also eine fröhliche Teilungsrunde. Das heißt natürlich auch, teilen Sie bitte möglichst auch Ihr Lob oder Ihre Kritik zu dieser gesamten Veranstaltung, wie man das heutzutage macht in den virtuellen Welten. Schicken Sie uns Ihr Feedback, dazu kriegen Sie gleich noch eine Aufforderung. Wir haben jetzt, und das habe ich ja die ganze Zeit schon versprochen, wir finden ein Einhorn in diesem Raum, haben wir jetzt eine kleine Geschichte, während ich mich noch bei allen Teilnehmern hier herzlich bedanken möchte fürs Mitwirken und auch mich fast nochmal entschuldigen möchte, dass wir in der kurzen Zeit natürlich Sachen immer nur anreißen konnten und hier so einen ganz kleinen Grobüberblick über verschiedene Themen nur haben geben können. Jetzt kommt eine kleine Geschichte und damit überrasche ich meine Gäste. Wir machen nämlich, was wir während Corona-Zeit gelernt haben. Wir basteln uns hier ein Einhorn. Das kennen Sie vom Homeschooling und aus dem Homeoffice. Jeder muss jetzt mal kurz seine Tüte entleeren, wenn es funktioniert. Aha. Daran scheitert es schon mal. Und ich hätte vielleicht in meinem nächsten Leben, sollte ich vielleicht Kindergärtner oder so etwas werden. Aber wir machen das natürlich Corona-konform und ich darf das kurz vormachen. Natürlich nur mit einer benutzten Maske. Schneiden wir hier kurz ein Löchlein rein. Ja. Wir, und das habe ich einfach schon vorbereitet, ehrlich gesagt. Wir nehmen hier so ein kleines Röhrchen. Versuchen es mit dem Tesafilm irgendwie festzumachen. Ja. Und setzen uns selber dieses Einhorn auf die Rübe. Und dann haben Sie, also wenn es noch ein bisschen besser ausschaut, haben Sie hier eigentlich fast ein Einhorn. Und wie gesagt, ich hatte das versprochen. Hier finden Sie die Einhörner von morgen oder auch schon heute. Und mit diesen Bildern, schrecklichen Bildern aus unserer Bastelstube, geben wir jetzt ab wieder an die Kollegen der Veranstaltungsorganisation Karin Hofelich und Matthias Renz. Und wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Hat Ihnen der Finance Day gefallen? Was war besonders gut? Was können wir verbessern? Welche Themen und Gäste wünschen Sie sich für den nächsten Finance Day? Schreiben Sie uns Ihr Feedback per E-Mail an lifesciences@goingpublic.de. Damit sind wir am Ende unseres ersten virtuellen Finance Day angelangt. Wir haben die spannende BioNTech-Story gehört und hoffen, dass die Impfstoffentwicklung gut weitergeht. Wir haben erfahren, wie man Investoren in den USA am besten anspricht. Wir kennen die Neuigkeiten aus der deutschen Finanzierungsszene rund um Life Sciences und vielleicht auch das nächste Einhorn. Ich für meinen Teil habe heute sehr viel gelernt. Karin, wie ging es dir? Mir ging es ganz genauso, Matthias. Ich finde, wir hatten Top-Referenten jetzt zusammenbekommen, tolle Moderatoren, klasse Fragen auch aus dem Publikum, die uns erreichten. Und ich glaube, wir können ganz zufrieden sein mit dem, wie der Tag heute gelaufen ist. Wir sind jetzt auch auf Ihr Feedback gespannt, liebe Zuschauer. Dürfen wir, Karin, uns auf eine Fortsetzung dieser Serie gefasst machen, freuen? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Format fortsetzen können. Dazu ist natürlich unser Netzwerk gefragt, die Leute, die mitmachen, die uns unterstützen. Und wäre klasse, wenn das klappt. Aber noch viel mehr, Matthias, würde ich mich freuen, wenn Corona
uns im nächsten Jahr in Ruhe lässt und wir wieder uns auf echten Messen und in Präsenz treffen können. Ich denke, das hoffen wir alle wirklich sehr. Zu guter Letzt möchte ich mich gerne bedanken beim Haus der Bayerischen Wirtschaft für die grandiose Unterstützung am heutigen Tag. An die Kolleginnen und Kollegen der Going Public Media AG, die im Hintergrund sehr, sehr viel Arbeit mit dieser Veranstaltung gehabt haben und auch einige Nachtschichten. Bei Robert Wirth, der uns bei der Produktion der Veranstaltung signifikant unterstützt hat. Und ich möchte mich bedanken bei den Speakern, bei den Moderatoren und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Nicht zuletzt auch natürlich bei den Sponsoren dieser Veranstaltung. Ohne sie kann man so ein Format nicht durchziehen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Das war der Finance Day, präsentiert von der Plattform Life Sciences. Unterstützt von Euronext, FAS, HBW Conference Center, MEC Fonds und Switzerland Global Enterprise.